Fipsi, der philosophisch-psychologische Podcast. Herzlich willkommen, verehrte Damen, verehrte Herren, zu einer neuen Episode des Podcasts Fipsi, der Philosophie und Psychologie miteinander ins Gespräch bringt. Hannes Wendler und ich, wir befinden uns beide heute in Verona in Norditalien und dennoch befinden wir uns zugleich auch überall, nämlich im Internet. Ich begrüße dich also jetzt hier von Laptop zu Laptop, von Hotel zu Hotel gewissermaßen. Grüß dich, Hannes, wie geht's dir? Liebe Grüße von überall, Alexander, mir geht es hervorragend. Und ich freue mich jetzt nach dem schönen Tag, den wir miteinander verbracht haben hier in Verona, bei einer Stadtführung, ja, den Tag mit dir abzuschließen durch diese Episode von Fipsi. Heute werden wir uns ja der Frage danach zuwenden, als was für eine Art Wissenschaft die Psychologie aufzufassen ist, und werden sehen, dass es da eine ganze Vielzahl von Optionen gibt. Und die erste, die wir vermutlich bedenken wollen, ist die zwischen Natur- und Geisteswissenschaft, so wie sie von Dilthey geprägt wurde. Wärst du so freundlich, uns da einzuführen in die verschiedenen Auffassungsmöglichkeiten? Ob ich es freundlich machen werde, das kann ich nicht garantieren, aber ich werde mein Bestes geben. Wir haben in dem Diskurs, den Fipsi darstellt und mittlerweile seit mehr als einem halben Jahr darstellt, bereits einige Versuche unternommen, den Begriff der Psychologie zu erfassen. Dazu gehört schon ganz früh die Frage, ob die Psychologie eine Wissenschaft sei oder ob die Wissenschaft, insofern als die Psychologie doch vielleicht eine Wissenschaft sei, überhaupt denke. Wir haben das Ganze aus verschiedenen Blickrichtungen gesehen. Wir haben die Gegenstandsfrage thematisiert und so fort und sind gewisserweise in einer Zirkelbewegung um ein Feld herumgeschritten, das man die Psychologie nennen kann. Und diese Bewegung wollen wir nun heute fortsetzen. Wir sprechen über die Psychologie als Ganzes, über die Psychologie als wissenschaftliche Disziplin, die Psychologie als etwas, was wir begreifen wollen. Insofern handelt es sich um Metawissenschaft. Es ist einmal mehr eine metawissenschaftliche Episode, eine Episode, die aber insofern als Wissenschaft keine eben Naturgegebenheit ist, auch darauf angewiesen ist, auf diese Ebene, auf diese Metaebene. Wir können natürlich Sachverhalte, über die wir so sprechen, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit besprechen. Sagen wir einmal, die Psyche überhaupt, das Psychische, vielleicht begegnet es uns. Das ist eine strittige Frage. Gibt es da ein Urphänomen? Aber das Psychologische ist doch etwas, was auch voraussetzt, dass es erst einmal erfasst und gefasst wird, damit es dann vollzogen wird. Sonst könnte man ja meinen, eine Psychologin trete heute in ein psychologisches Institut und mache etwas Psychologisches und morgen mache sie etwas ganz anderes, das aber gar nicht mehr Psychologie ist, nennt es aber noch genauso. Also die Diskurskontinuität dessen, was wir Psychologie nennen, ist ja eben doch latent darauf angewiesen, dass es dort etwas gibt. Damit haben wir eigentlich auch schon die offensichtlichste Gegenposition zu dem Projekt, das wir uns hier vornehmen, angesprochen. Also das Projekt, die Psychologie, dieses Feld, diese wissenschaftliche Disziplin doch nicht einfach nur zu betreiben, sondern sie auch zu bestimmen. Und diese Gegenposition wäre es eben zu sagen, dass man sich davor skeptisch zurückhalten müsse. Eine disziplinare oder disziplinmäßige Bestimmung sei der Versuch einer Reifizierung von etwas, was allenfalls als Prozess bestehen kann. Der Austausch über das Psychische müsse so erfolgen, dass wir eigentlich das Ganze immer im Schatten lassen oder jede Bemühung um ein Verständnis, ein Grundverständnis über das Projekt selbst führe, entweder auf Irrwege oder eben zu einer vergebenen Liebesmühe. Man könne die Psychologie nicht beschreiben, man könne sie höchstens betreiben. Und dem wenden wir uns entgegen. Das machen wir natürlich nicht ohne Argumente.
Aber um das Feld zu klären, auf das wir jetzt die heutige Episode stellen wollen, müssen wir uns eben an genau diesen Ausgangspunkt begeben. Wie ist es denkbar, dass wissenschaftliche Disziplinen überhaupt und dann die Psychologie im Speziellen, und das ist nicht dieselbe Frage, als Disziplinen konstituiert werden? Was ist das für ein Akt? Ist das eine soziale Tradition? Ist das ein Sprachspiel? Ist das eine Bezugnahme auf etwas Reales, das dann zum Beispiel im wörtlichen Sinne analysiert wird, also auseinandergenommen wird? Ja? Oder können wir vielleicht viel eher davon sprechen, dass Wissenschaft nur eine bestimmte Art und Weise von etwas ist, was wir ohnehin alle beständig treiben. In der Entwicklungspsychologie gibt es dieses Spukgespenst der Theory of Mind, die davon ausgeht, dass ja schon kleine Kinder, kleinste Kinder, Säuglinge als quasi Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die Welt kämen. Dass die wissenschaftliche Tätigkeit eben im Wesentlichen in der Neugier bestehe, in der Überprüfung von so etwas wie Vermutungen und daran nicht viel mehr sei. Das sind also mögliche Wege. Und wenn wir nun hier heute über die Idee Natur- oder Geisteswissenschaft sprechen wollen, dann können wir nicht mitten in der Sache anfangen. Ja, das wäre philosophisch nicht präzise, wenn wir sagen, na gut, ist denn jetzt das psychische Natur oder ist es Geist, dann haben wir hier schon viel methodisches Potenzial zur Klärung und zur Erkenntnis vergeben. Also erneut ist mein Vorschlag zum Einstieg, dass wir uns überhaupt einmal über das Grundproblem bewusst werden, nämlich das Problem der disziplinären Bestimmung. Das ist nicht so etwas wie dem Kind einen Namen zu geben. Was auch immer die Psychologie sei, nennen wir das jetzt einfach Naturwissenschaft oder Geisteswissenschaft, als sei das ein Schluss. Nein, die Selbstverständlichkeit, dass sich hier eine Kategorisierung innerhalb der Wissenschaften erst einmal etablieren lasse, ist etwas Fragwürdiges. Natürlich ist es so, dass wenn wir uns in den Alltag begeben und uns umhören, wenn wir umhören, was wir so für Konventionen der Beschreibung von Wissenschaften haben, dass wir dann oftmals von Sciences im Englischen oder eben von den Naturwissenschaften im Deutschen als einem Richtmaß für rationale Präzision hören. Ja, also die berühmte Trias von Biologie, Chemie und Physik ist hier so etwas wie die Maßgabe aller Wissenschaften. Und ich erinnere mich daran, wie du und ich, als wir beim Griechen waren in Frankfurt und dem Kellner, dem ausgesprochen gut gelaunten Kellner, erzählten, dass wir nach Frankfurt gekommen seien, um Wissenschaft zu treiben, dass er sagte, sinngemäß, er hoffe, dass wir die Stadt nicht in die Luft jagten. Und da war es klar, was das für eine Assoziation war. Der Wissenschaftler ist erst einmal derjenige oder die Wissenschaftlerin ist erst einmal diejenige, die mit dem Reagenzglas in der Hand, also Tinkturen braut, fast schon eine Alchemistin. Hier haben wir ein klares Stereotyp, ein klares Rollenbild. Das ist gewissermaßen die andere Seite. Ja, ich habe jetzt hier Achsen aufgezeichnet. Wir haben einmal eine hyperreflexive Achse, auf der wir beginnen, eine philosophische Achse, bei der wir sagen, was überhaupt kann Disziplinarität bedeuten? Was kann Wissenschaftlichkeit bedeuten? Gibt es da nicht Alternativen, die wir erst einmal erschließen müssen, bevor wir uns dieser Grundkategorie Naturgeisteswissenschaft anvertrauen? Und demgegenüber steht jetzt hier eine vertikale Achse, ja, der hyperreflexiven Dimension steht gegenüber hier so etwas wie ein Vollzug von einer natürlichen Einstellung gegenüber dem, was Wissenschaftlichkeit bedeutet.
Und die mag eben auch nicht, das ist jetzt sozusagen kein intellektualistisches Ressentiment, das ich hier bedienen will, die mag auch zu einem gewissen Grad gerechtfertigt sein. Wenn wir uns zum Beispiel Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen ansehen, dann finden wir dort im dritten Band die Idee, dass eine der wesentlichen symbolischen Formen, das ist die Grundkategorie, das verrät schon der Titel, die Wissenschaftlichkeit sei, um überhaupt Welt zu erschließen. Ja, eine, die mit Mythos und mit Sprache konkurriert. Der Blick der Wissenschaftlerin, der Blick des Wissenschaftlers in die Welt ist eine ganz spezifische Urrelation zwischen Geist, zwischen Person und Welt, die man so beschreiben kann, dass sie sich auch eine gerechtfertigte Weise so verhalte, wie es dieser Kellner schon antizipiert hat. Da ist auch etwas daran, wenn wir sagen, dass der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin die Stadt doch bitte im Heilen lassen möge. Denn die Wissenschaft ist ja eben und selbst im metaphorischen Sinne doch etwas Explosives. Sie ist etwas Innovatives, etwas Weltenerschließendes und Weltenveränderndes. Ja? Also wir haben hier jetzt erstmal einen Grundlagendiskurs, uns über das Wesen der Wissenschaft auszutauschen. Und das ist der eine Gesprächspartner. Was bedeutet diese Differenz Natur-Geisteswissenschaft oder allgemeiner gefragt, was bedeutet Wissenschaft und damit auch Disziplinarität? Das sind zwei Fragen, die unmittelbar zueinander gehören. Und der zweite Dialogpartner, die zweite Dialogpartnerin ist die Psychologie. Die Psychologie, wie gesagt, als eben etwa etwas, was wir unter Umständen einfach nur vollziehen, etwas, was sich eventuell nur perpetuiert, etwas, was nur soziale Konventionen, soziale Traditionen. Ja, ich will einfach mal ein Argument vortragen, das ich von Horst Gundlach, dem Psychologiehistoriker, übernehme, zu sagen, was die Psychologie als Wissenschaft überhaupt institutionell zusammenhält, ist schlicht und ergreifend, dass sie auf dem Lehrplan steht. Und die Argumentation ist, dass die Psychologie als Wissenschaft eben im 19. Jahrhundert auch schon von Philosophinnen und Philosophen gelehrt worden ist, weil sie den Zweck hatte, der Lehrerausbildung zu dienen. Und das ist der Umstand, dass auf der Lehrordnung verschiedener Staaten im deutschsprachigen Raum zu dieser Zeit Psychologie für Lehrer Voraussetzung gewesen war, um beispielsweise eben als Studienrektor tätig sein zu können, als Gymnasiallehrerin oder Gymnasiallehrer, ist etwas, was dann die Einheit der Psychologie als Disziplin erst ermöglicht hat. Das ist gewisserweise eine gewaltige Skepsis gegenüber der Idee, dass die Psychologie überhaupt eine sei. Das ist ein Begriff, den man auch in Verbindung bringt mit diesem schönen lateinischen Ausdruck Unitas Multiplex, die Einheit, die vielfältige Einheit, die Einheit des Vielfältigen. Zu sagen also, dass die Psychologie eigentlich auch traditionell aus so vielen Quellen stammt, dass da nicht viel ist, was sie zusammenhält. Man könnte also sagen, die Sozialpsychologie ist ein Amalgam, eine Mischung, eine Verbindung von beispielsweise der Nationalökonomie, der Soziologie, aber unter Umständen eben auch noch anderen Teilen, die dann durch Völkerpsychologie und Massenpsychologie hindurch erst sich herausgeschält hat, um frühestens Anfang des 20. Jahrhunderts eine gewisse Diskurskontinuität gewonnen zu haben. Hier kann man also dafür argumentieren, dass es so etwas wie Psychologie schlechthin gar nicht gäbe, dass es eine soziale Idee ist, dass dort eine einheitliche Disziplin bestehen müsse. Und auf der anderen Seite kann man sagen, ja, die Psychologie ist doch etwas, ja, gerade wenn wir uns auf die Gegenstandsfrage besinnen, dann kann man hier sagen, dass die Psychologie doch die Lehre von etwas von der Seele sei, auch wenn das wieder bestritten werden kann. So zeigt sich also bereits schon, wenn wir allein auf den Titel blicken, eine immense Komplexität der Ausgangslage.
Ich will, um meine Einführung abzuschließen, das nur noch einmal klar artikulieren. Wir haben das Problem erst einmal, was Wissenschaftlichkeit schlechthin bedeutet und was Disziplinarisierung oder Kategorisierung von Wissenschaftlichkeit bedeuten soll, bedeuten kann. Auf der anderen Seite, was hier überhaupt zu kategorisieren oder als Wissenschaft zu begreifen wäre. Man könnte natürlich prima facie sagen, dass die Psychologie eine Wissenschaft sei. Das wäre gewisserweise den gordischen Knoten hier zu durchhauen. Dann ergeben sich die Probleme allerdings erst im Nachhinein. Ja, das wäre sozusagen dann die Nachfrage. Ja, aber was für eine? Ja, aber was für eine? Und so wiederholt sich die ganze Frage Stunde. Insofern, das hier mein Ansatz, erstmal den Problemraum aufzustoßen. Ich denke, dass dir inzwischen schon einiges dazu eingefallen sein wird. Das siehst du ganz richtig. Ich denke, dass ich einige der Punkte, die du angesprochen hast, mehr oder weniger kommentierend, reformulieren und erweitern will. Und so, dass wir hier durch so eine Art parallel laufende, zeitverzögerte Bewegung uns dem Gegenstand annähern, auf den wir hinzielen wollen. Und mir schien es, warum will ich das so machen? Das findet den Grund darin, dass es mir nötig scheint, noch einmal einen Kommentar oder eine Reflexion darüber eben zu geben, was du eingangs genannt hast, dass wir uns von einer Position eindeutig abgrenzen, sie zum Feind erklären, wenn man so will, welche diejenige wäre, die sich dadurch bestimmen lässt, dass sie sagt, dass die metawissenschaftliche Ebene im Diskurs der Psychologie zu einer Reifizierung, einer Hypostasierung der Psychologie als solcher führt. Oder wie du es eben gefasst hast, dass die Idee hier die wäre, dass die Bestimmung der Wissenschaft dem Betreiben von Wissenschaft entgegensteht. Hier positionieren wir uns auf einer zweifachen Ebene entgegen, würde ich sagen. Auf der einen Seite dadurch, dass wir Psychologierende sind, die sie als Wissenschaft betreiben, zumindest unserem Selbstverständnis nach. Da müsste der imaginäre Gegner, die imaginäre Gegnerin nun uns aufweisen, dass das, was wir machen, in der Tat nicht Psychologie ist, sondern vielleicht Philosophie, nicht wahr? Und das wäre schon mal ein streitbarer Punkt. Ich denke, dass es genuinen wissenschaftlichen Gehalt in diesen Ausführungen gibt und das schon bei Fipsi. Auf der zweiten Ebene stellen wir uns auf einer theoretischen Ebene dagegen. Nicht nur performativ dadurch, dass wir Wissenschaft betreiben, die wir als psychologische verstehen, widersprechen wir den Reifizierungseinwand, sondern eben auch dadurch, dass wir sagen würden, oder ich sagen würde, dass die Reflexion auf die Tätigkeit des Wissenschaftstreibens den Prozess des Betreibens nicht unterbricht, reifiziert oder hypostasiert, sondern im Gegenteil intensiviert und erst das Auge fürs Detail öffnet und den wissenschaftlichen Prozess in seiner Prozessualität zum einen sichtbar werden lässt, aber auch in den verschiedenen Stufen. Und das sind Stufen auf einem höheren Auflösungsgrad als diejenigen von Versuchsdesign, Versuchsmethode, Auswertung, Interpretation und so weiter, sondern eben die Einordnung in einen historischen Diskurs, die Eichung darauf, was die Studie, sollte sie gelingen, denn überhaupt für einen theoretischen Gehalt hätte, also die Prüfung des Werts für das Gesamtsystem des Wissens, wenn man so will, wenn ich es jetzt einmal idealistisch sage, und alles in dieser Art. Nicht wahr? Also es öffnet sich da vielmehr eine tiefere Ebene der Prozessualität der Wissenschaft, die fernab davon steht, dass wir hier irgendeine Form von Tätigkeit hypostasieren würden. Ich denke nicht, dass Nachdenken und Tun im Widerspruch zueinander stehen, schon allein deshalb, weil das Nachdenken selbst eine Form von Tätigkeit ist. Also das wäre mein Angebot zur Widerlegung eben des imaginären Gegners. Und ich hoffe, ihn da eben nicht zum Strohmann gemacht zu haben. So, nun will ich einen weiteren Schritt parallel gehen und eine Figur aufgreifen, die du, ich meine, dass es in der letzten Folge war, schon einmal unterbreitet hast, wo du darauf hingewiesen hast, dass wir, wenn wir etwas bestimmen, in der Wissenschaft immer dazu neigen, eine mathematische Figur
zu vollziehen. Und zwar, wir bestimmen immer das eine durch das andere, das Y durch das X. Und das funktioniert so, notgedrungen, dass wir das eine, durch welches wir bestimmen, fixieren und es uns so erlauben, ermöglichen, das andere, welches wir bestimmen wollen, eben als solches zu erfassen. Also wir brauchen den archimedischen Punkt, wenn man so will. Irgendetwas muss feststehen, ansonsten lässt sich nichts bestimmen. Und jetzt haben wir hier eben die zwei Variablen, die wir voneinander her verstehen wollen. Auf der einen Seite die der Psychologie, auf der anderen Seite die der Wissenschaft. Und wir können die eine durch die andere verstehen, indem wir eben jeweils eine der beiden fixieren. Jetzt kann man eben so vorgehen, zu sagen, wir fixieren das Psychologische und untersuchen es hin auf seine Wissenschaftlichkeit. Dann ergeben sich für mich mehrere analytische Unterscheidungen. Und wir können erst einmal ganz nüchtern feststellen, was für Optionen haben wir denn, wenn wir von der Wissenschaftlichkeit der Psychologie sprechen. Sie kann keine Wissenschaft sein, der Vorwurf der Pseudowissenschaft, der eben auch schon erhoben wurde, nicht wahr? Vor allem gegen qualitative Strömungen, der in der Psychologie auch immer wieder erhoben wird. Sie kann eine Wissenschaft sein, so zum Beispiel Horst Gundlachs Argument, sie bestimmt sich durch ihre historische Kontinuität als eine Disziplin der Wissenschaft neben vielen anderen. Oder sie kann die Wissenschaft als Ganze sein. Das könnte man, klingt vielleicht aberwitzig, irrwitzig, aber es wurden Auffassungen in dieser Art vertreten, im auslaufenden 19. Jahrhundert, die man unter Psychologismus gefasst hat. Eine besonders starke Form des Psychologismus, das ist jetzt vielleicht ein Strohmann, könnte so weit gehen zu sagen, dass das All der Wissenschaft sich reduziert auf die Psychologie. Paradigmatisch für solch eine Auffassung wäre die Idee, dass die logischen Schlussgesetze nicht objektive, sondern eben subjektiv psychologische Gültigkeit haben. Genau. Ich denke, dass wir beide in die mittlere Option tendieren. Die gemäßigte, die Psychologie ist eine wissenschaftliche Disziplin unter vielen anderen. Und das hat gute Gründe. So wie wir uns wehren, beispielsweise gegen die Reduzierung der Psychologie auf die Biologie, wie sie eben im neuroreduktionistischen Paradigma, das ja durchaus eben stark ist zurzeit, wie es dort eben vertreten wird, so müsste man das gleiche Recht für die übrigen Wissenschaften gültig machen, dass sie einen eigenen Phänomenbereich erschließen, eine eigene Methodologie dafür erarbeitet haben, inkommensurable Grundbegriffe entworfen haben, um diese Methoden zu verstehen und um den Phänomenbereich zu beschreiben und so weiter und so fort. Und eben Ergebnisse vorzuweisen haben, die vielleicht auch durch das Vokabular anderer Wissenschaften aufgefasst werden können, beschrieben werden können, aber eben nicht gleichlautend, nicht gleichbedeutend auch. Das könnte man eben wieder per Analogie veranschaulichen, dass man sagt, selbst dann, wenn die neuroreduktionistische Reformulierung eines psychologisch, sagen wir jetzt mal allgemein, Befundes gelingt, ist damit noch nicht gesagt, dass in dieser Reformulierung eine Intentionsgleichheit vorliegt, dieselbe Bedeutung ausgesagt worden ist. Also eben auch das wäre etwas, das es zu beweisen gilt. Also hier eine vorläufige Präferenz für die Auffassung der Psychologie als einer Wissenschaft unter vielen. So, das als ein Gedankenspiel. Jetzt will ich noch einmal schauen, was passiert, wenn wir das Ganze andersherum angehen und sagen, wir fixieren die Psychologie und befragen die Wissenschaft. Die Wissenschaftlichkeit. Und das ist jetzt die schwierigere Reflexionsebene, weil es um eine Bestimmung dessen ginge, was Wissenschaftlichkeit im Allgemeinen ausmacht. Nicht wahr? Das ist auf der einen Seite diejenige Reflexionsebene, die die Blickrichtung auf die Gegenstandsfrage in der Psychologie richtet, insofern als dass wir sagen können, für Wissenschaften ist es üblich oder konstitutiv, einen Gegenstand zu bearbeiten, zu erforschen. Und dadurch trennen sich die verschiedenen Disziplinen eben durch ihre unterschiedlichen Gegenstände. Die Biologie erforscht das Leben, die Physik, das Anorganische und so weiter.
die Mathematik, die Zahlen oder die Allgemeinheiten, wie man es auffassen will. Die Psychologie, müssten wir sagen, beforscht das Psychische und dass dem nicht so ist, dass wir das nicht einfach so sagen können, ohne weiteres argumentieren, erschließt sich schon daraus, dass es eben nicht dem Selbstverständnis der Psychologie entspricht, sich so aufzufassen. Im Erstsemesterkurs zur Wissenschaftstheorie oder Psychologiegeschichte, Eingeführung in die Psychologie, hört man statt dieser Definition der Psychologie die Auffassung, dass die Psychologie die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten ist. Nicht wahr? Also sie ist darin einzusehen schon einmal als etwas, für die nicht das Sprichwort gilt, Nomen est omen. Psychologie ist nicht selbstverständlich die Wissenschaft von der Psyche, also einfach nur eine Rückübersetzung ins Deutsche, sondern wir haben in dieser Definition Erleben und Verhalten schon eine Auffassung darüber, was das Beforschbare des Psychischen ist. Nicht wahr? Nicht das Gesamtpsychische ist wissenschaftsfähig, sondern nur ein Teil von ihm. Und dieser Teil ist nun derjenige, den es zu bestimmen gilt in der Gegenstandsfrage. Und der eben, das ist jetzt das Reflexionsziel, auf das ich hinaus wollte, mitbestimmend dafür ist, was Wissenschaftlichkeit überhaupt bedeuten kann. Nicht wahr? Wenn wir jetzt eben über die Psychologie nachdenken. Das will ich an diesem Punkt stehen lassen. Hier mache ich die Klammer zu. Denn es ist mir noch. Auf der einen Seite interessieren mich hier deine Gedanken, aber auf der anderen Seite will ich noch einen weiteren Gedanken unterbreiten, bevor wir diesen einen vertiefen. Und zwar den Gedanken, den du angesprochen hast und der für mich eng mit der Frage nach der Pseudowissenschaftlichkeit zusammenhängt, nämlich, dass das Wesen der Wissenschaft in nichts weiterem als der Neugier bestünde. Das ist das veranschaulicht am Beispiel von Alison Gopniks Hypothese, dass das Kleinkind selbst schon Wissenschaftler sei, nicht wahr? Und dass das Wissenschaftliche somit in, ich sag's jetzt mal hochtrabend, Wesenskorrelation mit dem Menschlichen überhaupt stünde, sodass eben Menschsein Wissenschaftler sein bedeutete. Und das wäre ja, jetzt, wenn ich das Ganze noch einmal stärken wollte, eben aus Gopniks Theoriekorpus heraus argumentiert, könnte man sagen, Kleinkinder sind schon Wissenschaftler. Folk Psychological Theories, also die Art und Weise, wie Laien Theorien, Erklärungen formen über das Psychische, also der Gegenstand der Folk Psychology, ist informiert durch dieses Wissenschaftlersein des Menschen und als solches eben auch wissenschaftlich, nicht wahr? Folk Psychology ist schon Wissenschaft. Und darüber hinaus ist sie noch die Grundlage einer jeden Wissenschaft, einer jeden wissenschaftlichen Psychologie im engeren Sinne, da auch hier Menschen miteinander in Interaktion treten und sich basierend auf dem, was sie schon eben präselegieren durch diese Folk Psychological Theories als Natural Kinds, würde man im analytischen Diskurs sagen, wir sagen vielleicht eben als bedeutungstragende Phänomene, allererst eben bestimmen können oder mitbestimmen, was sie wissenschaftlich herausgreifen und beforschbar machen. Nicht wahr? Es muss etwas ja schon aufgefallen sein, als etwas, das Bedeutung trägt, bevor es überhaupt erst zum Gegenstand der Forschung gemacht werden kann. Wenn ich nicht ein vorwissenschaftliches Bewusstsein davon habe, dass in jemand anderem etwas vorgeht, werde ich nie einen wissenschaftlichen Anlass dazu finden, nie eine wissenschaftliche Rechtfertigung dafür konstruieren können, ein Forschungsparadigma zu entwerfen, um dieses, was dort vorgeht, eben auf eine strengere Weise zugänglich zu machen. Man könnte hier also eine anthropologische Begründung der Wissenschaft durch diese Anlage der Neugier eben argumentieren. Das klingt jetzt alles ein bisschen, ja, wild, will ich fast sagen, aber es hat doch eine sehr lange Tradition. Und zwar will ich hier erinnern an Aussagen wie diejenige von Immanuel Kant, nicht wahr? Der Mensch als das metaphysische Tier. Ja. Kants Auffassung ist doch die, keine andere als die, dass er sagt, es gibt Fragen, die über das Erkenntnisvermögen des Menschen hinausreichen, nicht wahr? Die Vernunft hat ihre Grenzen und diese kann sie selbst bestimmen.
Aber das bedeutet noch nicht, dass die Fragen ihren Druck verlieren, dass das Fragen aufhören würde. Die Fragen sind die klassischen nach der Unsterblichkeit der Seele, der Existenz Gottes oder der kausalen Geschlossenheit der Welt, die den Menschen aufgrund seines Wesens, aufgrund seiner metaphysischen Veranlagung immer wieder umtreiben, aber die er auf Grundlage seiner Befähigung durch die Vernunft eben nicht abschließend beantworten kann. Etwa hier sehen wir so etwas wie eine frühere Vorformulierung von dem, was Gopnik aktualisiert und dem Fokus nach einengt. Nicht wahr? Sie sagt nicht, das Metaphysische ist in uns angelegt, sondern das Wissenschaftliche. Und nicht bestimmte vorgegebene Fragen hören nie auf, sondern ein bestimmter Zugang zur Welt hört nie auf, nämlich der wissenschaftliche. So, und jetzt kann man das Ganze noch weiter in die Geschichte zurückführen. Und das will ich nur noch kurz andeuten, weil es auch eine wichtige begriffliche Unterscheidung für unsere Frage nach dem Status der Psychologie ins Feld zu führen erlaubt. Und das ist derjenige Keim, den Aristoteles setzt. Wenn ich mich richtig erinnere, sind das die ersten Zeilen der Metaphysik. Es könnten auch die ersten der Politik sein, deswegen mache ich die Einschränkung, die da lauten: Jeder Mensch strebt von Natur aus nach Wissen. So, und auf Grundlage dieses Satzes formuliert Aristoteles in weiterer Folge eine Grundlegung aller Wissenschaften durch die Metaphysik. Auch Aristoteles hat hier eine frühe Auffassung von dem, was ich jetzt mit Anthropologismus genannt habe. Er sieht das Wissenschaftstreiben als in einer Naturanlage des Menschen, das Streben nach Wissen als in einer Naturanlage des Menschen begründet. So, und jetzt ist es hier auch klar, dass das, wonach der Mensch da strebt, das Wissen, nicht ohne weiteres als wissenschaftliches Wissen aufzufassen ist, im engeren Sinn. Also nicht jeder Mensch strebt von Natur aus nach einer Kenntnis quantenmechanischer Vorgänge, sondern jeder Mensch strebt von Natur aus nach einer Erschließung von Welt. Das heißt, wir haben hier einen weiteren Begriff des Wissens, den man begrifflich dadurch festmachen könnte, wie es in verschiedenen Sprachen auch noch üblich ist, durch den von Scientia und Episteme. Episteme ist der aristotelische Begriff für Wissenschaft, der sehr viel weiter gefasst ist, der dieses welterschließende Wissen meint, wohingegen der lateinische Begriff Scientia der enge Begriff der Wissenschaft ist, der die im heutigen Vokabular so etwas meinen würde wie die Naturwissenschaft im engeren Sinn. Also, wenn der Kellner sagt, blast bitte die Stadt nicht hoch, denkt er an Scientia, wenn wir Wissenschaft sagen, wohingegen wir an Episteme gedacht haben. So könnte man es vielleicht auf den Punkt bringen. Also ich habe jetzt einige verschiedene Gedanken ins Feld geführt, dabei will ich es auch belassen. Es war eben einerseits eine erneute Kritik an der Reifizierung, dem habe ich das Bild der Intensivierung der Prozessualität der Wissenschaft entgegengestellt und im Anschluss eben eine Reflexion auf die Methode der Bestimmung von Psychologie und Wissenschaft durcheinander. Da habe ich vorgeschlagen, die Psychologie als eine Disziplin unter vielen aufzufassen und habe die Frage gestellt nach dem Anthropologismus in der Rechtfertigung der Psychologie als Wissenschaft oder des Wissenschaftsbetreibens überhaupt. Mir gefällt deine Lesart gut, die Systematisierung unseres Zusammenhangs voranzutreiben und Denkangebote zu geben, Richtungen aufzuzeigen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich diese Idee der Fixierung bei Fipsi erwähnt habe. Ich glaube, es war in einem unserer extra-fipsianischen Gespräche, als ich versucht habe zu argumentieren, dass das argumentative Grundmoment der Evolutionstheorie auch in ihrer Schlagkraft darin bestanden hat, in der Artenentwicklung Umweltrelation, die Umwelt zu fixieren, um die Erklärung der Artenevolution vornehmen zu können, diese Fixierung von einem zugunsten des anderen. Das ist ein logisches Moment. Und ich glaube, dass wir um die Struktur, und das ist ja oftmals eine unserer wesentlichen Leistungen bei Fipsi, die Struktur der
des Zusammenhangs zu verdeutlichen, eine wichtige Unterscheidung vornehmen müssen an den Dingen, die du gerade thematisiert hast. Die hast du bereits implizit vorgenommen, aber es hilft, sie noch zu explizieren. Also wir haben uns vor allen Dingen gerade zuletzt um die Wissenschaftlichkeit, um das Wesen der Wissenschaft gesorgt und um den Platz der Wissenschaft in der Menschheitsgeschichte oder im Wesen des Menschen. Und dieses Oder, das ich zuletzt gesagt habe, ist ja doch ein wichtiges. Wir haben tatsächlich die Genese und andererseits die Strukturlogik des Zusammenhangs. Und du hast jetzt verschiedene Wissenschaftsbegriffe nebeneinander gestellt, die Scientia, die ja auch in Tradition steht zu dem, was in dem griechischen griechischen Begrifflichkeit Mathesis heißt. Ja, man kann, um das vielleicht griechisch zu lassen, Mathesis dort auch verwenden und andererseits Episteme. Und jetzt geht es genau darum, ja, ist das eigentlich eines? Und das deutet ja auch schon auf die Differenzierung Geisteswissenschaft, Naturwissenschaft voraus. Ja, das wäre jetzt die Frage, ob Mathesis vielleicht der Begriff Naturwissenschaft ist und Episteme der Begriff Geisteswissenschaft. Das ist aber ein sekundärer Zusammenhang, den wir erst später thematisieren wollen. Mir geht es jetzt um eine andere Differenzierung. Und das ist einerseits eben diese genetische Perspektive und dann wieder die logische Perspektive oder die immanente Strukturzusammenhänge betreffende, in ihrer Konstitution betreffende Betrachtungsweise. Und deswegen würde ich hier die Begrifflichkeit, ja, ich sage es mal mit Episteme, der Epistemogonie und der Epistemonomie, also der Genese, der Entstehung der Episteme und der Ordnung, der Gesetzmäßigkeit der Episteme, der Wissenschaft, unterscheiden wollen. Also die Frage beispielsweise, wann ist die Wissenschaft entstanden? Ist Wissenschaftlichkeit entstanden? Wie entsteht Wissenschaftlichkeit? Wie entstehen neue Disziplinen? Wie entsteht eine Disziplin? Oder wie werde ich Wissenschaftlerin? Wie werde ich Wissenschaftler? Ja, das ist also eine ontogenetische, eine phylogenetische, eine kosmogenetische Perspektive auf Wissenschaftlichkeit, aber jedes Mal eine genetische und oftmals deswegen auch eine ins Empirische strahlende. Und dann stellen wir andererseits diese Frage nach dem Wesen. Zum Beispiel bei Erwin Strauss der Gedanke, der Mensch als das fragende Wesen, das Fragen als die logische Operation, die Wissenschaftlichkeit gestattet. Diese beiden Perspektiven sind natürlich aufeinander verwiesen, aber analytisch sie auseinanderzuhalten. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Auftrag, um Fortschritte in diesem Diskurs zu erringen. Also, wir haben hier die Idee einer Epistemogonie, einer Epistemogenese oder eben einer Mathesiogonie, einer Mathesiogenese, der Entstehung der Naturwissenschaft, die Entstehung der Geisteswissenschaften, die eventuell aber, und ja, jetzt werden wir hier, wenn ich schon einmal so wilde Gräzismen um mich werfe, warum nicht gleich mehr? Die Frage, ist das vielleicht auch verbunden mit der Anthropogenese, mit der Menschheitsentstehung, mit der Menschenentstehung oder der Menschwerdung? Oder aber vielleicht auch, und ja, noch ein spannendes Wort, der Psychogenese. Ein Thema, das zum Beispiel Gerd Jüttemann wesentlich geprägt hat in den letzten Jahrzehnten, der Entstehung der Psyche, der Formung der Psyche. Wir haben einmal von Ian McGilchrist diese Idee, The Master and His Emissary, angesprochen, dass die Struktur des Geistes in der Antike anders gewesen ist, dass sich dort ein Dialog ergeben hatte, der nicht so organisch verwoben ist, wie es für uns heute gewesen ist, ja. Und das ist doch ein interessanter Gedanke. Natürlich denken wir oftmals, wenn wir über evolutionäre Zusammenhänge nachdenken, vor allen Dingen um wesentliche genotypische oder phänotypische
Parallelen oder Divergenzen zwischen Arten, zwischen sogenannten Arten, wo man, weil man neodarwinistisch ja kaum noch von Arten spricht, sondern von einzelnen individuellen Exemplaren oder ja, genetischen Kombinationen, die so durch die Welt laufen, sprechen kann. Ja, also DNA-Sequenzen, die sich in Organismen realisieren. Aber es lässt sich ja, und das ist jetzt eine ganz schwierige, strittige These, auch darüber sprechen, ob man so Entwicklungen übertragen darf. Ja, die Idee einer evolutionären Psychologie, eine vor allen Dingen im angloamerikanischen Raum durchaus populäre Idee. Aber eben auch, ja, darüber haben wir in den Episoden mit Davo Löffler gesprochen, die Frage, ob man den Evolutionsgedanken, so wie das zum Beispiel bei Luhmann gemacht worden ist, aber eben auch von Löffler getan wird, zu einem gewissen Grad zumindest getan wird, in die Sozialsphäre übertragen kann. Die Frage also, ja, auf der Seite der Epistemogonie oder Genese, wie Wissenschaftlichkeit entsteht. Und da hast du gewisserweise schon einen Anhaltspunkt gegeben und gesagt, der Keim, den Aristoteles setzt. Das war etwas, was du sagst. Also es tritt hier, ob es Gilgamesch gewesen ist, ob es Orpheus gewesen ist oder Homer. Es tritt hier so etwas wie eine Transformation des Geistes, der Master wird ins Amt gesetzt. Ja, im Sinne von McGilchrist. Es wird eine Erschließung der Ratio vorgenommen, so dass man ja dieser Doppelung von Naturwissenschaftsentstehung und Geisteswissenschaftsentstehung noch vorausstellen könnte, die Logogonie, die Entstehung der Ratio, die Entstehung des Logos, des Ordnungsvermögens schlechthin. Ja, das geht natürlich auch stark schon jetzt in die Richtung der Psychogonie, der Psychogenese. Hier ließe sich also darüber sprechen, dass wir sagen, es gibt einen Punkt in der Kulturevolution, in der Psychoevolution oder sogar in der Bioevolution des Menschen, der Spezies Mensch, in dem das Vermögen errungen wird. Und in dem Zusammenhang, ja, nicht unbedingt im unmittelbaren, aber im mittelbaren Zusammenhang, habe ich hier in Verona in einem Seminar von Guido Cosinato, meinem hoffentlich künftigen Doktorvater in der Philosophie, eine Argumentation gehört, die doch interessant war, vor allen Dingen mit Blick auf Lebensphilosophie. Und das ist der Umstand, dass die Evolution der Blumen, die ersten Blumen, etwa 130 Millionen Jahre zurückliegt, die Evolution des Auges aber noch deutlich weiter zurückliegt. Ja, die Frage, ob die Entstehung von Blumen von der Entstehung des Auges abhängig gewesen ist. Ja, dass also Wissenschaftlichkeit auch als etwas verstanden werden kann, was die Gegenstände mittransformiert hat. Dass wir sagen, wenn wir nicht darüber sprechen, dass Wissenschaftlichkeit bei Aristoteles entstanden ist, sondern Wissenschaftlichkeit im Sinne der Theory of Mind schon meinetwegen im Primaten angelegt ist, wenn wir über die Neugier sprechen, ja, oder das Fragen sprechen, dann ist es unter Umständen auch so, dass diese investigative, die erschließende, entdeckende Haltung, du hast von Erschließung von Welt gesprochen, die Welt mit verändert hat. Dass die Welt scientifomorph oder logomorph mitentstanden ist, dass das Vermögen von welcher Spezies auch immer wissenschaftlich zu verfahren, auch, und das lässt sich jetzt ganz schnell natürlich sehen, dazu geführt hat, dass wir so etwas wie Technik und Technologie errungen haben. Die Idee, dass wir Kulturwissenschaften haben, Humanwissenschaften haben, Sozialwissenschaften haben, und das sind natürlich jetzt alles Alternativen zu dieser Naturgeistdifferenz, dieser fundamentalen Naturgeistdifferenz, ließe sich eventuell eben auch
hier auf diese Weise denken, dass wir eine Verschränkung der Komplexität des Gesehenen mit der Evolution des Sehens gewinnen, ist natürlich auch dann der Gedanke, und ich denke, das ist in gewisser Weise bei Löffler angelegt, dass auch mit der Evolution anderer Vermögen, nämlich der Wissenschaftlichkeit, nicht nur Blumen, die Evolution von Blumen, eventuell, ja, eine spekulative Idee, wie so viele evolutionstheoretische, ermöglicht wird, sondern noch ganz anderes, ja, Zahnbürsten war das Beispiel bei Löffler. Das also nur einmal, um diese Idee einer Logogonie, einer Entstehung der Wissenschaften anzureißen, um dem etwas beizutragen. Aber ich will das Ganze doch noch ein wenig in die Richtung drängen, in der wir jetzt auf die Psychologie zu sprechen kommen. Ja? Zunächst will ich eben darüber sprechen, wie wird man eine Psychologin? Und ich erinnere mich gut daran, wie ich hier schon mindestens an einer Stelle in diesem Podcast das Gleichnis vom Bogenschnitzer erwähnt habe, von Eduard Spranger. Der Bogenschnitzer als der Archetyp des Lehrers. Der Bogenschnitzer bei Spranger als der erste Lehrer, als Sinnbild des ersten Lehrers, als eine Parabel auf den ersten Lehrer. Der Bogenschnitzer, ich wiederhole es nur kurz, der beim Bogenschnitzen von einem Kind unterbrochen wird, das Neugier hat, ja, und dann widerwillig dem Kind das Bogenschnitzen beibringt, aber sich dann an der Fortschritt, an dem Lernerfolg des Kindes so erfreut, dass er beschließt, für dahin weiter das Bogenschnitzen zu vermitteln. Das als ein Sinnbild auf die Entstehung der Pädagogik, auf die Entstehung des Lehrer- oder Lehrerinnen-Daseins. Und hier jetzt also die Frage, wie könnte eine Psychologin auf die Welt kommen? Und da hast du mir eine Antwort gegeben, über die ich seitdem zumindest ein wenig nachdenke. Und sie schießt mir auch jetzt wieder in den Geist, ja, zu sagen, die ersten Psychologinnen und Psychologen, das waren die Priester, die Beichte abnahmen oder die sich in irgendeiner anderen Weise um das Seelenheil ihrer Mitmenschen gesorgt haben. Hier also die Idee, dass die Fremdwahrnehmung, der Fremdkontakt, der Bezug zum anderen das Urphänomen des Psychischen sei. Das bedeutet noch lange nicht, dass das denn der Gegenstand ist, also der Fremde sozusagen, der andere, auch wenn das natürlich zu erwägen wäre, aber es würde es zumindest ja nicht inhaltlich bestimmen, aber dieser formale Bezug, formal hier also in einem engeren Sinne, formal in dem Sinne, dass hier etwas gestiftet wird wie ein Verhältnis. Das Verhältnis, das in die Welt gesetzt wird durch die Institutionalisierung von so etwas wie einer Fremdwahrnehmung, die Sorge. Ja, das könnten wir vielleicht auch mit Heidegger sagen. Die Sorge, aber nicht um das eigene Leben, sondern um das fremde Leben. Hier als ein Anfangspunkt von Psychologie zu denken, die Sorge um das fremde Leben und damit ja auch zugleich die Möglichkeit des fremden Lebens, Seelenlebens überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, als dieser Keim, der die Psychologie erschließt. Das wäre auch wieder so eine, ja, Psychologie-Genese, von der man sich jetzt überzeugen lassen könnte. Eine Perspektive, die, und das ist das Letzte, was ich sagen will, bevor ich dich wieder zu Wort kommen lasse, aber doch so lange spekulativ bleibt, ja, und auch nur angenehm klingt, aber nicht argumentativ überzeugen kann, wie wir noch nicht über diese zweite Perspektive gesprochen haben, die ich jetzt Logonomie genannt habe, Nomos, das Gesetz, die Ordnung, die innere Struktur. Und dafür ist ein Phänomenvertrauen doch erforderlich. Ja, man könnte natürlich jetzt sagen, vielleicht gibt es eine Wissenschaft vom Fremdseelischen, die ihr Urphänomen auch in der Beichte hat, gewisserweise, ja, wenn wir diesen Gedanken einmal
annehmen und einmal weiterverfolgen. Aber muss es denn die Psychologie sein? Und das ist jetzt dieses alte Problem, dass wir eben hier in einer Weise meinen, mit der Psychologie vertraut zu sein, die den Finger aber nicht darauf legen können. Und jetzt könnte man sagen, ist die Psychologie die Wissenschaft von der Antimaterie? Ja, da würden wir klar Nein sagen. Und dann können wir den Sektor doch Schritt für Schritt eingrenzen und dann würden wir am Ende doch sagen, Moment, ja, aber in dem Fall, in dem die Psychologie diesen eliminativen Materialismus als ihr weltanschauliches Fundament wählt, handelt die Psychologie dann doch wieder von der Antimaterie. So einfach ist es auch wieder nicht. Ja, das sind natürlich Dinge, skeptische Winkelzüge, die dann diese Diskurskontinuitätsalternative immer begünstigen. Ja, wenn man die Frage der Psychologie Gesetzmäßigkeit, der Epistemonomie, der Wissenschaftsordnungslehre von der Psychologie nicht beantworten kann, wenn man gerade eben die Gegenstandsfrage nicht beantworten kann, dann scheint es doch auch eben wieder nahe zu liegen, das nur historisch zu lösen. Also ich würde sagen, diese ganzen Genese-Argumente sind reizvoll, sind ansprechend, aber wenn wir die Frage philosophisch auf die Höhe treiben wollen, dann ist die zweite Perspektive die tiefere. Wir müssen uns erst einmal fragen, was wir mit Psychologie überhaupt meinen, bevor wir uns dann fragen können, wie sie entstanden ist und so weiter und so fort. Also ich würde dich also dazu einladen, auch wenn ich das jetzt nicht als Aufforderung interpretiert sehen möchte, dass wir uns jetzt der Frage zuwenden, und das ist auch die, die dann in die Richtung unserer Quellen geht, wie das so etwas wie eine Wesensbestimmung von entweder Wissenschaftlichkeit oder Psychologie und deren Verhältnis selbstverständlich denkbar wird, in Absehung von diesen genetischen Aspekten, so dass wir uns einfach in einer historischen Epoche, so wie das Husserl naheliegt, darauf besinnen, dass das Psychologische schlechthin ja in die Welt getreten ist und so weiter und so fort, aber eben etwas ist, ein Zusammenhang ist, eine Ordnung hat, auf die wir uns jetzt besinnen, wohl wissend, dass all diese Spekulationen über den geistesevolutionären Hintergrund erquicklich sind und sofern diese Gesetzmäßigkeitsebene beantwortet sind, auch spannende Forschungsfragen bereithält. Aber die Frage ist jetzt eben nicht, wie werde ich Wissenschaftlerin, wie werde ich Psychologin, sondern was heißt es überhaupt, Wissenschaftlerin oder Psychologin zu sein? Vielen Dank, Alexander. Du hast jetzt wirklich viele Gesichtspunkte ins Feld geführt, die sicherlich auch sehr anspruchsvoll waren, schon allein aufgrund der Dichte und der Subtilität der Neologismen, die du eben eingeführt hast. Das war jetzt sehr reichhaltig an Gräzismen, Logonomie, Epistemogenese und so weiter. Das ist sicherlich nicht selbstverständlich für viele unserer Zuhörenden, aber ich denke, dass du auch schon die richtige Weiche dafür gestellt hast, um uns aus diesem Schlamassel, wenn man so will, herauszuführen. Und das ist gerade diese Gegenüberstellung, die du zum Schluss angesprochen hast. Wenn wir eben abwägen, auf welche Seite wir uns stellen wollen, als die primäre Seite. Natürlich kann man keine von beiden fallen lassen. Die der Logogonie oder die der Logonomie. Nicht wahr? Die Werdung des Logos aus der historischen Sicht. Die Werdung des Verstehens, des Wissens, des Wortes oder ein Wort, das du für Logos jetzt verwendet hast, war auch das eben der Ordnung. Auf der einen Seite und die andere Seite wäre nun die Gesetzmäßigkeit desselben Logos, die du mit koinzidenterweise auch einmal als Ordnung beschrieben hast, nicht wahr? Nomos kann man natürlich fassen, auch zu Recht,
als eine Art der Ordnung. Die wörtliche Übersetzung wäre vermutlich so etwas wie das Gesetz. Und ich möchte da auf einen Zusammenhang hinweisen, nämlich eine andere Leseweise, so wie sie Carl Schmitt unterbreitet hat, durch das Philosophem des Nomos der Erde. Dort unterscheidet er verschiedene Sinne dessen, was Nomos bedeuten kann. Ein Sinn davon ist beispielsweise das Bestellen des Landes, nicht wahr? Das Gesetz der Erde bestimmt sich dadurch, dass wir es bestellen, dass wir auf die Erdoberfläche eine Welt bauen auch. So ein anderer Sinn, und das ist der, auf den ich hinaus will, ist der Landnahme. Nomos als Nehmen. Das ist schon heideggerianisch, Heidegger-esk, wenn man so will. So eine ja, griechische Ausdeutung, eine deutsche, eine Wahlverwandtschaft zwischen deutschem und griechischem Vokabular, das wahrscheinlich etymologisch nicht so ohne weiteres nachgewiesen werden kann. Aber Carl Schmitts Argument ist eben ein dezidiert historisches und es bezieht nun seine Rechtfertigungsstruktur aus anderen Zusammenhängen, auf die ich hier nicht weiter eingehen will. Aber warum nenne ich diesen Zusammenhang, also diese Leseweise von Logonomie als eine Einnahme des Logos, nicht wahr? Vereinnahmung, weil das hier auch so etwas eröffnet wie eine Macht- und Gewaltperspektive, die im Begriff der Ordnung oder der Gesetzmäßigkeit noch nicht so ohne weiteres sichtbar wird. Und ich erwähne diese Leseweise, weil sie eben die Unterscheidung zwischen Logonomie und Logogoni brüchig werden lässt. Du hast gesagt, dass man eine Analogie herstellen kann zwischen der Frage danach, ob die Entstehung der Blume von der Entstehung des Auges abhängig ist, ziehen kann zu derjenigen, die eben Foucault unterbreitet hat, wenn er die Frage nach dem ersten Psychologen, nach der ersten Psychologin gestellt hat und sagt, das war der Priester am Beichtstuhl. Denn was Foucault hier beabsichtigt, uns vor Augen zu führen, ist ja ein Mehrfaches. Es geht nicht nur darum, zu zeigen, so wie du es ausgedeutet hast, was sicherlich auch darin steckt, gerade wenn wir das Ganze als Psychologen lesen und etwas davon lernen wollen, nämlich dass die Ermöglichungsbedingung psychologischen Denkens die Begegnung im Angesicht ist, auf der einen Seite, aber dann doch auf eine verfremdete Art und Weise, nicht wahr? Es ist ja nicht so, dass der Priester im Beichtstuhl dem Beichtenden in die Augen blickt, sondern es ist so, dass sie in der Beichtkammer getrennt sind durch einen Apparat, ein Gitter, das die Identität unkenntlich macht der beiden Anwesenden, sondern sie eben auftreten lässt als Funktionen, als Funktionäre, als Rollenträger, nicht wahr? Wir haben hier in dieser Situation, wie Foucault sie malt, schon so etwas vorgezeichnet wie eine Experimentalsituation, in der Experimentalleiter Probanden gegenüber sitzt, der Priester eben dem Beichtenden, die durch auf eine gewisse Weise eben voneinander getrennt sind und nach besonderen, sage ich jetzt mal, salopp Spielregeln miteinander interagieren. Es wäre unangemessen, wenn der Beichtende dem Priester vom Wetter erzählt, sondern es gibt hier etwas, das relevant ist zu erzählen, so wie es eben auch unangemessen wäre, wenn ein Versuchsteilnehmer einen Hampelmann macht im Labor, denn er soll ja auf die Tasten drücken. Nur das können wir erheben. Nur das übersetzt sich in Excel-Tabellen, nicht wahr? Also es gibt hier so etwas wie eine Präselektion dessen, das sinnvollerweise in Betracht gezogen werden kann. Und das ist gerade der springende Punkt bei Foucault. Die Entdeckung der Psyche, um Kittlers Wort zu paraphrasieren, ist ja eine, die dadurch vonstatten geht, dass der Beichtstuhl die Handlungsaufforderung in sich hat, eine Gewissensbeforschung, eine Gewissensbefragung durchzuführen, die nichts anderes ist als eben die Suche in sich nach den Spuren Gottes, nicht wahr? Das Gewissen ist das, das den Beichtenden mit Gott verbindet, weil es ein moralischer Kompass ist. Das ist, wenn man so will, die Stimme Gottes in uns, der Daimon, so hieß es bei Sokrates. So, und jetzt ist das Spannende in der Foucault'schen Figur das Folgende. Es findet hier so etwas statt wie eine Infiltrierung des Subjekts, das eben psychisch sich selbst befragen soll durch die Ideologie
des gesamten Versuchsaufbaus. Und zwar die Suche nach den Spuren Gottes bedeutet so etwas wie die Introjektion des Glaubens an Gott in den Beichtenden auch. Das heißt, wenn man das Ganze eben jetzt soziologisch betrachtet, dass man sagen könnte, die Kirche ist es, die das Subjekt, die Gläubigen dazu bringt, sich selbst zu kontrollieren nach den Maßgaben der Kirche, selbst wenn niemand zusieht. Der Beichtende geht nach Hause, wohnt alleine, hat keine Familie, keine Kinder und weiß doch die Präsenz Gottes in sich und weiß, dass wenn er jetzt, sagen wir, seinen Hund tritt oder einen Regenwurm quält, Gott zusieht. Wir haben hier so etwas wie eine Sozialisierung des Individuums auf die Art und Weise, als dass das Introjekt des Glaubens allgegenwärtig ist, also die Allgegenwart Gottes. So, jetzt habe ich hier eine langwierige, wenn man so will, Beschreibung des Philosophems der Biomacht gegeben, so wie es eben bei Foucault einen großen Teil seines Denkens ausmacht, dass wir hier für unsere Zwecke ausdeuten können nach, als so etwas wie eine Psychomacht, nicht wahr? Die Entstehung der Psyche, die Entdeckung der Psyche ist immer auch schon von dieser Machtperspektive durchdrungen gewesen, die eben durch die Schmidtsche Deutung des Nomos als eine Einnahme sichtbar zu machen ist und die eben diese Unterscheidung von Logo, Nomi und Logogoni brüchig werden lässt. Das wäre die eine Hypothese. Das ist die kritische Hypothese, die man, glaube ich, zumindest mitreflektieren muss. Trotzdem denke ich, dass es zu einem gewissen Maß gerechtfertigt ist, sich auf die Frage einzulassen, so wie du sie stellst. Nicht wahr? Wir müssen, und du hast ja schon deine Präferenzrichtung angedeutet, uns dennoch fragen, können wir die Psychologie nicht verstehen als mehr als einen bloßen historischen Zusammenhang, mehr als etwas, das bloß stattgefunden hat und noch nicht aufgehört hat. Nicht wahr? Macht unsere Identität, so könnte man es anders formulieren, als Psychologierende etwas Stärkeres aus, als dass wir in einer direkten Lehrer-Schüler-Kontinuität zu Wilhelm Wundt stehen. Und wir können hier also zwei Fragen angliedern. Die eine ist diejenige danach, ob das, was uns als Psychologierende ausmacht, tatsächlich nur ein historischer Zusammenhang ist. Das heißt, die Frage danach, ob historische Lösungen, historische Erklärungen für die Frage nach der Psychologie als Wissenschaft überhaupt Erklärungen oder Lösungen sind. Ich könnte also sagen, muss es nicht etwas mehr geben, als dass wir auf Wilhelm Wundt bezogen sind durch Lehrer-Schüler-Beziehungen, also muss es nicht, anders gesagt, eben so etwas geben wie einen idealen Bedeutungsgehalt dessen, was uns als Psychologierende ausmacht. Und ich denke, das ist eben die zweite Frage, die man angliedern muss, dass es da etwas gibt. Und das steckt in der Frage danach, warum wir denn jetzt vom Wund sprechen. Und ich glaube nicht, dass es ungerechtfertigt ist, Wund hier ins Feld zu führen, aber man muss auch deutlich sehen, dass Wund nicht alternativlos ist. Es ist schon der Name von Kant gefallen und auch schon der von Aristoteles. Warum ist die Psychologie nicht in ihrer Tradition? Warum müssen wir nicht nach der Lehrer-Schüler-Linie suchen von Alexander Nikolai Wendt bis zum großen Aristoteles, um hier eine historische Kontinuität der Psychologie nachzuweisen? Ich glaube nicht, dass das unmöglich wäre, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das gar nicht allzu schwer wäre, diese Verbindungslinie aufzuweisen. Aber es hat doch mit etwas zu tun, das das Selbstverständnis der Psychologie ausdrückt. 1879 fällt sie aus dem Himmel, wenn man so will, durch die Laborgründung Wundts in Leipzig. Nicht alles beginnt in Heidelberg. Und darin drückt sich etwas aus, das ich unter dem Begriff der Methode fassen möchte. Psychologie beginnt als Wissenschaft ihrem Selbstverständnis nach durch die methodische Begründung der Psychologie als Experimentalwissenschaft. Nicht wahr? Man kann das Ganze so sagen, dass Wissenschaft im engen Sinne, Scientia oder Mathesis, diejenige Wissenschaft ist, die methodisch verfährt und dass die Philosophie gerade deshalb keine
Wissenschaft in diesem Sinn ist, weil sie keine eindeutig festgelegte Methode hat und nicht haben kann, da sie ihrem Wesen und Selbstanspruch nach nichts letztgültig stehen lassen darf, sondern grundsätzlich alles in Frage stellen können muss. Anders gesagt könnte man sagen, dass das, was wir uns hier bei FIPSI immer wieder auf die Fahne geschrieben haben, nämlich dass die Speerspitze der Suche nach dem Wissen, welche eben die Philosophierenden sind, die Wissenschaftler sind, keinen Regeln unterstehen kann, zugleich Disqualifikationskriterium dafür ist, Wissenschaft in diesem engeren Sinne einer methodischen Grundlage zu sein, methodischen Begründung zu sein. Und dass im engeren Sinne die Logonomie ihren Nomos durch die Methode bezieht, nicht wahr? Dadurch, dass die Wissenschaft, die Psychologie eine eindeutige Methodologie vorzuweisen hat, die eben zerfällt in verschiedene Sparten, Experiment, Statistik, Beobachtung und so fort, ist sie gerechtfertigterweise zu adressieren als eine Wissenschaft unter Wissenschaften, und wir haben zugleich ein Abgrenzungskriterium gewonnen von den anderen Wissenschaften. Sie verwenden nämlich andere Methoden oder dieselben Methoden auf andere Weise. Und das Zweite ist ganz ausschlaggebend dafür, worauf ich hinaus will, nämlich eben diesen Zusammenhang noch einmal aufgreifend der Frage nach der Blume und dem Auge, dass die Methode doch auch uns Aufschluss zu geben erlaubt darüber, was der Wissenschaft der Psychologie, was der Wissenschaft, so will ich sagen, was der Gegenstand der Psychologie ist natürlich. Dass wir nämlich hier so etwas vorliegen haben, wie eine durch die wissenschaftlichen Methoden präselegierte und formierte Veränderung, Beeinflussung des Gegenstands der Psyche überhaupt. Damit mache ich den Bogen auf das, was ich eingangs gesagt habe. Warum sagt man in der Psychologie, Einführungsvorlesung, die Psychologie sei die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten? Dann doch, weil das, was wissenschaftlich beforschbar ist, eben das Erleben und das Verhalten ist. Das Erleben ist zugänglich, ich sage es jetzt mal ganz verkürzt. Im Fragebogen, haben Sie Schmerz empfunden? Wenn ja, dann auf einer Skala von 1 bis 7, wie viel? Nicht wahr? Hier haben wir eine wissenschaftliche Erforschung, eine methodische Erforschung des Erlebens. Das Verhalten ist beobachtbar. Wie oft drückt die Taube mit dem Schnabel auf den Knopf? Das kann man angeben in einer Zahl. Auch hier methodisch, wissenschaftlich streng verfügbar. Der Gegenstand der Psychologie im engen Sinn ist das methodisch Erforschbare. Und wem von den Zuhörenden das jetzt aufstoßen mag und wie ein Stuss oder Irrsinn klingen mag, will ich nur darauf hinweisen, dass es eine geradezu notorische, ein Gemeinplatz, einen notorischen Gemeinplatz in der Psychologie darstellt, auf die Frage danach zu antworten, was der Psychologie, was der Intelligenztest, was die Intelligenz denn sei. Es ist zu antworten, das, was der Intelligenztest misst. Jetzt habe ich mich so oft verhaspelt, dass es wahrscheinlich nicht den pädagogischen Erfolg erzielt hat, den ich gewünscht habe, aber ich hoffe, ihr seht es mir nach und ihr versteht trotzdem, worauf ich hinaus will. Es gibt hier so eine Idee des Instrumentalismus, könnte man fast sagen, dass die Methode dem Gegenstand bestimmt und der Gegenstand nur so weit gültig ist oder nur so weit real und wirklich ist, eben die Grenzlinie zum Pseudo-Gegenstand, dadurch ausweisbar ist, wie weit eben die wissenschaftliche Methode und Methodologie reicht. Also das wäre hier ein Verständnisangebot, den Begriff der Logonomie durch den Begriff der Methode zu präzisieren. Du hast zu Recht darauf hingewiesen, dass das bereits auf unser erstes Material verweist. Und ich würde sagen, ich verlese es noch eben kurz als Schlussteil meines Beitrages. Und überlass dir dann die Gelegenheit, das Ganze weiter zu kommentieren. Das erste Material befasst sich mit einem Zitat von Wilhelm Dilthey, der da über den Zusammenhang des Seelenlebens schreibt. Das Zitat geht wie folgt. Nun unterscheiden sich zunächst von den Naturwissenschaften die Geisteswissenschaften dadurch, dass in jenen die Tatsachen von außen durch die Sinne als Phänomene und Einzelnen gegeben sind, wogegen sie in diesen von innen als Realität und als ein lebendiger Zusammenhang original iter auftreten. Hieraus ergibt sich für die Naturwissenschaften,
dass in ihnen nur durch ergänzende Schlüsse vermittelst einer Verbindung von Hypothesen ein Zusammenhang der Natur gegeben ist. Für die Geisteswissenschaften folgt dagegen, dass in ihnen der Zusammenhang des Seelenlebens als ein ursprünglich gegebener überall zugrunde liegt. Hier endet das Zitat, das auf verschiedene Zusammenhänge hinweist, zuallererst natürlich auf denjenigen, für den Dilthey vermutlich berühmter ist als für alle anderen seiner vielen theoretischen Leistungen, nämlich den Unterschied zwischen Natur- und Geisteswissenschaft. Und er verweist hier gleich auf verschiedene Methoden, die diesen Wissenschaften eben zugrunde liegen. Die eine betrachtet die Dinge von außen, die andere so, wie sie sich selbst zusprechen, könnte man sagen, Natur- und Geisteswissenschaft. Dem gliedern sich noch eine Vielzahl anderer Reflexionen an. Helmut Plessner hat in diesem Zusammenhang einmal gesagt, und das ist mein letztes Wort, als eine kantianische Reformulierung desselben Unterschieds, dass die Naturwissenschaften sich dadurch auszeichnen, dass eine sinnvoll formulierte Frage die Möglichkeit ihrer Beantwortung impliziert. Nicht wahr? Jede Frage, die wir naturwissenschaftlich korrekt formulieren, kann beantwortet werden. Es gibt eine Antwortgarantie durch die Methode der Naturwissenschaft. Das bedeutet zugleich, dass der Gegenstandsbereich der Naturwissenschaft massiv begrenzt ist. Nicht wahr? Eine sinnvoll gestellte Frage ist nur eine solche, die methodisch beantwortbar ist, bedeutet, dass die Frage, was ist der Mensch, keine sinnvoll gestellte Frage ist, weil sie nicht durch die strengen Methoden der Naturwissenschaft letztgültig zu beantworten ist. Demgegenüber, und das dem entspricht Plessners Zuneigung zur geisteswissenschaftlichen Methodologie, steht eben ihre Frageweise. Dort sagt Plessner das Folgende: Die Geisteswissenschaften enthalten diese Antwortgarantie nicht. Was sie für diesen Preis aber gewinnen, ist, dass sie nach den Fragen selbst fragen, dass sie nach den Sachen selbst fragen. Und diese Sachen stehen dann, da sie keine Antwortgarantie implizieren, als offene Fragen da. Als Fragen also, die immer neu zu stellen sind und die selbst dann, wenn sie nach den Sachen selbst fragen, diese Sachen nicht letztgültig ergründen. Für Plessner folgt daraus so etwas wie ein Untergründlichkeitsprinzip der geisteswissenschaftlichen Methode. Und das ist, denke ich, eine der großen Herausforderungen für die Psychologie, die wir auch sehen müssen und die in der eben immer noch unbeantworteten Gegenstandsfrage wiederkehrt. Es ist ja eine naheliegende Antwort möglich, eine naheliegende Reflexion zu sagen, ja gut, wenn die Gegenstandsfrage der Psychologie nach 150 Jahren Bestand noch nicht geklärt ist, kann es doch damit zu tun haben, dass dieser Gegenstand eben unergründlich in Frage gestellt ist und dass das, was das Psychische ist, einer dieser typisch geisteswissenschaftlichen Gegenstände ist und als solcher eben offen bleiben muss. Das will ich als offene Frage meinen Reflexionen hinten anstellen und ich bin gespannt, was du darauf zu sagen hast. Ja, eine schelmische Freude deinerseits, mich jetzt mit diesem Konvolut an Zusammenhängen zu konfrontieren, in die ich jetzt versuchen werde, wieder ein wenig die rote Linie hineinzubringen. Wir waren der Frage jetzt auf ganz verschiedenen Wegen nah und natürlich bahnt sich etwas langsam hindurch, aber wir sind noch im Dickicht, wir sind noch nicht wieder auf der anderen Seite angekommen. Also ich will es bei diesem Zitat erst einmal, will ich meinen Beitrag anfangen. Wir haben es hier bei diesem Dilthey-Zitat aus einer entscheidenden Schrift mit etwas zu tun, was tatsächlich die Naturgeisteswissenschaftsdifferenz von der Psychologie ausdenkt. Der Begriff der Geisteswissenschaft stammt bei Dilthey aus einer Übersetzung, nicht von ihm selbst, glaube ich bin mir nicht ganz sicher, aber jedenfalls über eine Übersetzung
von John Stuart Mills Logik, in der die ein Begriff zu suchen war, ein deutscher Begriff zu suchen war für das Wort Moral Sciences, Moralwissenschaften. Und die Übersetzung davon ist dann Geisteswissenschaften gewesen. Also Diltai kannte Mill, Diltai kannte diese Übersetzung. Bin mir nicht sicher, wie, in welchem Maß er für sie verantwortlich ist. Jedenfalls hat er den Begriff dann aufgegriffen, um ihn gegenüberzustellen, den Naturwissenschaften. Und er verwendet sie, wie ja der Titel dieser Schrift bereits zeigt, von 1894, auch in Parallelstellung zu dem, was wir beschreibend und zergliedernd nennen. Das Verfahren der Zergliederung ist etwas, was wir ja aus dem Griechischen kennen als Analyse, als Auflösung. Zergliederung heißt aber gleichzeitig mehr. Die Auflösung ließe sich ja auch so verstanden, dass die Teile von vornherein aneinander klebten. Das zergliedernd, Glied, verweist immer auch schon aufs Ganze. Das erweist sich hier als eine holistische Präsupposition. Wenn wir von Zergliederung sprechen, dann sprechen wir eigentlich von etwas anderem als dem, was wir in einer elementaristischen, in einer partikularistischen Ontologie sagen würden. Die Zergliederung ist etwas, was aufs Ganze zurückverwiesen ist. Hier wird von einer Seele ausgegangen. Und gerade weil wir dann von dem sprechen können, was Diltai hier im letzten zitierten Satz sagt, von dem Zusammenhang des Seelenlebens, können wir so sprechen, wie er hier spricht. Wir sprechen nämlich von dem Seelenleben als Ganzes in seiner Geschlossenheit, denn Ganzheit lässt sich eben nicht ohne Zusammenhang, Schließung, System denken, das in seiner Eigendynamik die Gegebenheit hat, also die Idee der Gegebenheit von Phänomenen. Phänomene, die die Realität als ein Originaliter auftretender Zusammenhang sind. Jetzt könnte man, und da muss man gut schauen, meinen, dass das hier tatsächlich die Phänomene seien im selben Sinne, aber das ist streitbar. Einerseits die Phänomene des äußeren Sinns als die erscheinenden und andererseits die Phänomene des inneren Sinns als die Realität, die hier auftritt. Das ist etwas, was man mit Blick auf den deutschen Idealismus und den Postkantianismus als streitbar sehen sollte, aber das will ich hier einfach einmal ausklammern. Man könnte zumindest, und das ist das Entscheidende in diesem Zusammenhang, meinen, dass Diltai dafür argumentiert, dass dasjenige, was dieses Seelenleben aus sich selbst heraus leistet, das Auftreten der Realität selbst sei, wohingegen der Begriff, der andere Begriff, derjenige, der Tatsache ist. Und Tatsache ist ein entscheidender Begriff. Tatsache ist die deutsche Übersetzung des englischen Begriffes Fact oder Matter of Fact. Das ist also ein Begriff, der uns dahingehend vertraut ist, dass es sich um ein ereignishaftes, wesentlich empirisches Format handelt, was gerade eben diesem lebendig auftretenden Zusammenhang entgegenstehen kann. Die Idee wäre hier also zu sagen, dass die Naturwissenschaft und die Geisteswissenschaften durch zwei epistemische Modalitäten wesentlich getrennt seien. Die Geisteswissenschaft hat das Privileg des Auftretens von den Phänomenen des lebendigen Zusammenhangs, des Zusammenhangs des Lebens, Seelenlebens gegenüber sich selbst. Man könnte sogar geneigt sein, von so etwas wie einer intellektuellen Anschauung zu sprechen. Das andere ist eine phänomenale Erkenntnis im kantianischen Sinne. Wir haben also eventuell in
fichtianischer Tradition hier so etwas wie eine noumenale Erkenntnis, eine Wesenserkenntnis der Realität des Seelenlebens gegenüber sich selbst in den Geisteswissenschaften, auf der anderen Seite eine phänomenale, eine vermittelte, eine unreine Erkenntnis der Naturwissenschaften. Und das ist etwas, was jetzt hinter diesen unscheinbaren Begriffen beschreibend und zergliedernd liegt. Die Beschreibung ist die Methode, die hier nahegelegt wird, weil sie im Gegensatz zur Zergliederung unmittelbar möglich ist. Das, was uns in unserem Selbstvollzug des Seelenlebens begegnet, das Geisteswissenschaftliche, lässt sich so, wie es real verfasst ist, beschreiben. Anders gesagt, es gibt einen prioritären Zugang zum Seelenleben. Das ist etwas, was bei Delta das Prinzip der Phänomenalität heißt. Die Gegebenheit in diesem Sinne von Phänomen, ja, wir haben hier diesen Doppelsinn von Phänomen, die Gegebenheit der Seelenrealität als ein Urphänomen, das immanent gegeben ist. Es handelt sich also bei Diltheits Vorstellung um eine radikal immanentistische Vorstellung. Die Geisteswissenschaft wird bei Diltai als dasjenige verstanden, was durch eine Unmittelbarkeit der Immanenz ausgezeichnet ist, wohingegen die Transzendenz, also die Tatsachen, die Matters of Fact, in ihrer Unreinheit außen, in der Außenwelt liegend, auf eine ganz andere Weise gegeben sind, nämlich eine Weise, die es verlangt, dass man sie nicht einfach so beschreiben kann, denn sie sind eben nur Phänomene, sie sind eben nur Schein. Ja, dieser Sinn von Schein ist hier gemeint. Phänomen und Phänomen, wie gesagt, ein doppelter Sinn, einmal als das Auftretende, das andere Mal als das Scheinende, das Bloßscheinende, der bloße Schein. Und dieser bloße Schein ist dann zu zergliedern. Wir haben hier also einen methodologischen Dualismus angelegt. Wir haben die Bezeichnung von Natur- und Geisteswissenschaften dahingehend differenziert, dass in den Geisteswissenschaften das, was untersucht wird, tatsächlich als solches mit einem Realitätsanspruch beschrieben werden kann. Wohingegen das andere eben, weil es nur scheinbar ist, zergliedert werden muss. Das hier ist also eine starke Emphase, eine starke Begünstigung dieses beschreibenden Zusammenhangs. Natürlich ist es auch so, dass Diltai der zergliedernden Psychologie ein Recht eingesteht, aber wie die Kontroverse, die dann zwischen ihm und Hermann von Ebbinghaus entstanden ist, im Nachklang dieser Schrift, die wir hier zitieren, zeigt eben, dass die Psychologie als experimentelle Wissenschaft, als wundtianische Wissenschaft, aber insbesondere eben als assoziationspsychologische Wissenschaft, die sich aus der britischen Aufklärung ergeben hatte, dagegen sträubt, das zu akzeptieren. Es ist gleichzeitig ein weltanschaulicher Konflikt zwischen dem Diltaischen Immanentismus, einem subjektiven Idealismus, und dem gegenüber, ja, dem Empirismus. Das muss man sehen, dass hier die Differenzierung Naturwissenschaft, Geistwissenschaft in ihrem Ursprung diejenige einer Abgrenzung und auch einer paternalistischen Platzzuweisung der Naturwissenschaften als einer intrinsisch strukturlogisch limitierten Wissenschaft gewesen ist. So, und das ist erst einmal eine historische Einordnung dieses Zitats in seiner Tragkraft, die eben wesentlich gewesen ist. Und das ist, wie gesagt, jetzt die Keimzelle für diese Differenzierung, nicht die einzige, aber man muss klar sehen, dass sich Diltai von dort an nicht durchsetzen konnte, diese
Begrifflichkeit wurde dann auch anderweitig okkupiert. Der Begriff hat den Immanentismus überlebt. Die Natur-Geisteswissenschaftsdifferenzierung wurde viel eher dann auch in dem Sinne von Mill fortgesetzt, die klassische anglophone Differenzierung von Sciences und dann diesem Appendix Humanities, den man gnädig auch mal Moral Sciences nennen kann, meint. Das ist etwas, was wir heutzutage viel eher begriffsgeschichtlich mit dieser Differenzierung Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften bezeichnen, als diese Idee einer immanentistischen Selbstevidenz des Auftretens der Innenwelt, des Innenlebens des Menschen, des Seelenlebens. Das ist hier der Punkt. Jetzt will ich auf etwas zurückkommen, was du zuvor gesagt hast, und zwar die Frage, ob historische Erklärungen wirklich Erklärungen seien. Erklärungen, das noch einmal als Fußnote, ist natürlich hier auch ein Referenzbegriff für das Zergliedern. Ja? Die klassische Opposition ist ja erklärend beschreibend, aber das will ich hier einfach einmal ausklammern. Die Frage ist jetzt einmal als Frage genommen, sind historische Erklärungen wirklich Erklärungen? Und da würde ich da klar sagen, dass sie keine selbstgenügsamen Erklärungen sein können. Wenn die Psychologie historisch entstanden wäre, dann kann die Psychologie im engen Sinne diesen kategorialen Sprung nicht rechtfertigen. Wo sollte sie angefangen haben? An welchem Punkt? Und wenn wir ihn fassen wollten, dann müssten wir ihn eben begrifflich fassen und da verweisen wir über die historische Methode hinaus. Das ist etwas, was wir gleich in der zweiten Quelle wiedererkennen werden, die gerade mit dieser Dualität von historisch und systematisch spielt. Die Entstehung einer Disziplin lässt sich nicht so auffassen, dass es plötzlich einen Punkt gibt, an dem wir etwas als psychologisch deklarieren. Es sei denn, wenn wir tatsächlich nur dieses traditionalistische Konzept nehmen. Tatsächlich ist das etwas, was die Frage nicht beantwortet, wie es sein kann, dass heute eine Psychologin ins psychologische Institut tritt, etwas macht und morgen wiederkehrt, etwas anderes macht und das auch wieder Psychologie genannt werden kann. De facto müsste jeder einzelne Akt, der sich als Psychologie vermeint, gerade in so einem Machtkampf, wie du ihn nahegelegt hast, sich wieder erweisen. Aber ist dann eben auch nur ein nominalistischer Kampf um das bloße Etikett, um die bloße Bezeichnung als Psychologie. Ich denke, dass es dahinter eine Ebene geben muss, in der der Begriff als Begriff gerechtfertigt ist. Und das ist eben hier doch die transzendentale Ebene, weswegen ich entgegen deiner Bemühung, diese Idee, diese Differenzierung von Genese und Nomos zu kollabieren zu lassen, mich doch wehren wollte, wenngleich ich deine Beschreibung für gelungen halte, wenn du mit Foucault diese Lesart des Beichtstuhls als Protolabor nahelegst, wenn du sagst, dass diese Institutionalisierung so etwas wie die Setzung des Subjektes erst ermöglicht hat. Das, was ich mit dieser Idee von Ian McGilchrist zum Ausdruck zu bringen versucht habe, dass hier der Master auf den Thron gesetzt wird, ist genau dieser Moment, in dem aus sozialinstitutionellen Bedingungen gerade eben auch das, was wir im Englischen Accountability nennen, entsteht. Die soziale Erfordernis, für etwas Verantwortung übernehmen zu können, wie die eigenen Taten, die Schuldfähigkeit und insofern eben auch zu Recht im Kontext deiner Überlegungen diese religiöse Idee hier auch des Sündenfalls als eines Urzustandes von Schuldfähigkeit, die Schuldfähigkeit hier gerade eben auch einzuholen. Jetzt ist aber mein Punkt der folgende. Wir haben hier die Setzung des Subjektes beschrieben.
in diesem Szenario, das du mit Foucault gezeichnet hast. Aber was ist die Setzbarkeit des Subjektes? Was ist nicht die Setzung, sondern die Setzbarkeit des Subjektes? Das ist die Frage des Nomos. Das ist die eigentliche Frage des Nomos. Und das ist eine Wesensfrage, die wir nicht historisch beantworten können. Ich glaube, dass die Ebenen da gerade eben nicht kollabieren. Natürlich ist es wichtig, die Verschränkung der Ebenen zu sehen. Das würde ich nicht anders behaupten. Aber zu behaupten, dass wiederum jede Form von Geschichtlichkeit, und das hast du eigentlich auch schon selbst mit deiner Frage nahegelegt, zu sagen, jede geschichtliche Erklärung könnte die anderen, den Nomos-Teil ersetzen, den nomothetischen Teil ersetzen. Das wäre meines Erachtens prätranszendental philosophisch. Hier muss es doch die Möglichkeit der Setzung des Subjektes überhaupt. Wie kann es sein, dass der Mensch im Beichtstuhl zur psychologischen Versuchsperson wird? Was ist hier wesentlich angelegt? Es ist nicht das Ereignis, das das schafft. Es ist nicht so, dass der Beichtstuhl die Bedingungen seiner eigenen Möglichkeit schafft, sondern der Beichtstuhl ist schon möglich gewesen. Die Bedingung der Möglichkeit der Setzung des Subjektes ist die Nomos-Ebene. Und das ist eine Frage, die eben dahin gehen muss, was in der Conditio Humana das ermöglicht, dass diese Beichtstuhlsituation eintritt, also eine logisch vorgeordnete. Im Vollzug der Situation mag es dann so sein, dass das zugleich auftritt, ja, die Denkbarkeit der Setzbarkeit des Subjektes erfolgt mit der Setzung. Das tritt vielleicht so auf, ja, aber die Setzbarkeit ist dem doch logisch vorgeordnet. Das Ereignis folgt der Gesetzmäßigkeit. Es muss erst möglich sein, bevor es wirklich sein kann. Wenn wir in der Ratio leben, dann muss das doch gelten. So. Und das führt mich eben auch zu dem Punkt, gerade mit dem dritten Mal, dass ich jetzt diese Idee der Psychologin, die ins Institut geht, rausgeht und zurückkommt, anführe. Diese Idee der Intelligenztestmesse, was der Intelligenz, die Intelligenz sei, was der Intelligenztestmesse, die du erwähnt hast, die sogenannte operationale Bestimmung der Intelligenz, die ist eine, die natürlich, und das muss man jetzt zunächst einmal sagen, damit wir hier nicht in Missgunst geraten, die natürlich schon erstens sehr alt ist, zweitens nie unumstritten war und vor allen Dingen in den letzten 30, 40 Jahren eigentlich nur anekdotisch erzählt wird, ja, diese operationale Bestimmung, die aber doch zu einem gewissen Grade eben ernst genommen wird. Wo habe ich sie gefunden? In einer anderen Form. Bei Werner Traxel, dem großen Psychologiehistoriker, der gerade im Zusammenhang der Gegenstandsfrage der 70er Jahre argumentiert hat, Psychologie sei, was die Psychologen machen. Und das ist genau diese vollkommene Historisierung der Disziplinsgeschichte. Spannenderweise eben auch Horst Gundlach als Schüler von Traxel. Deswegen auch diese Argumentation, die ich vorhin vorgestellt habe, dass die Psychologiegeschichte durch ihre Institutionalisierungsgeschichte zusammengehalten werde. Aber das ist eben dann etwas, bei dem wir zu einem Nominalismus gezwungen sind, bei dem es eigentlich gleichgültig ist, was wir als Psychologie bezeichnen. Das führt am Ende konsequent gedacht dazu, dass Psychologie ein Budenzauber ist. Allenfalls eben, und das würde Foucault ja gerade recht sein, so etwas wie ein Machtspiel, bei dem wir Interpretationsräume abstecken und sich hier sozusagen Hegemonen gegenseitig die Titel zuschieben, um ihre Traditionen am Leben zu erhalten. Das ist die konsequente Lesart, ja. Das führt mit einer großen Notwendigkeit auch in einen Zynismus. Ich will jetzt nicht konsequenzialistisch argumentieren. Das ist etwas, was man nicht so entkräften sollte, dass man sagt, ja, wenn wir die Psychologie so rechtfertigen, dann können wir uns sie auch gleich sparen. Oder wir können genauso gut sagen, wenn die Pseudowissenschaften, sogenannten Pseudowissenschaften, sagen wir jetzt einfach mal die Parapsychologie, einfach nur mehr Macht hätte, dann wären eigentlich diejenigen, die jetzt
die sogenannte Psychologie vertreten, vielmehr die Pseudowissenschaftler. Das ist das Wesen des Machtspiels, der reine Relativismus. Die Frage ist jetzt eigentlich die, ist es gerechtfertigt? Wer hat hier die Bringschuld? Hat die historisierende Perspektive die Bringschuld oder hat die essentialistische Perspektive die Bringschuld? Ja? Es klingt fast wie Skylla und Charybdis. Ja? Gerade in unserer Zeit sind Essentialismen ausgesprochen beargwöhnt, insofern als das nahezulegen scheint, dass jemand, wie man so redensartig sagt, die Wahrheit mit Löffeln gefressen habe. Also Essentialismus klingt nach kantianisch gleich so, als würde jemand den Anspruch aufs Noumenon, auf die Einsicht in das Ding an sich für sich beanspruchen. Ja, und das ist leider ein Vulgärkantianismus. Auch Kant, und das ist, zeigt sich meines Erachtens besonders gut bei Popper, muss eine epistemische Position beziehen, die den Geltungsanspruch hat. Ja, eben die transzendentale Reflexion, von der aus die Dinge doch wieder mit dem Anspruch der Geltung, und Geltung ist ja der kritische Begriff, es geht um Geltung, ein Begriff, der von Lotze geprägt worden ist, Hermann Lotze, zu erheben. Ja, wir können die Logik der Forschung bei Popper nicht so denken, dass die Logik der Forschung selbst allenfalls falsifikatorisch ist. Nein, es ist die Ebene, von der aus wir da sprechen. So, und das ist jetzt das, was wir auch einsehen müssen. Ich glaube, und das war ja meine Argumentation vorhin gegen die Epistemogenese, dass wir, solange wir hier auf dieser Ebene des Vollzugs, des Ereignisses, des Empirischen bleiben, diese Antworten nicht geben. Anders gesagt, unsere Perspektive ist hier eine, die sich gegenseitig fordert. Wenn wir epistemogenetisch über die Wissenschaftlichkeit der Psychologie nachdenken, dann buxieren wir uns, dann bahnen wir uns selbst den Weg in einen Historismus, in einen Relativismus, in diese Position, in der es eigentlich gleichgültig ist, was das Historische ist. Das heißt, wir haben eine Verschränkung von Methode und Ergebnis. Eine Verschränkung, die uns nicht wundern sollte, die wir oftmals auf der Objektebene auch einsehen, ja, wenn wir einen Sachverhalt in der Welt beobachten oder messen, dann ergeben sich natürlich ganz andere Schlussfolgerungen, je nachdem, ob wir entweder beobachten oder messen. Aber auf dieser Metaebene ist es dann doch wieder überraschend. Ja, eigentlich wollte man doch meinen, dass das Ganze logisch abläuft. Aber so einfach ist es nicht. Und da würde ich doch klar für eine transzendental-philosophische Perspektive plädieren. Also, jetzt der entscheidende Punkt. Wie können wir das Ganze zusammendenken? Wie können wir das Ganze in eine Einheit bringen? Und das ist die Herausforderung, die an deren Schicksal jetzt das Ganze wie an einem seidenen Faden hängt. Was ist die entscheidende Herausforderung? Wir stehen vor zwei asymmetrischen Alternativen. Auf der einen Seite das Ganze in den Abgrund der Historisierung fallen zu lassen. Das andere ist hier eben doch an einer Wesensbestimmung der Psychologie festzuhalten. Und das, was uns Dilthey vorschlägt, ist eine solche Wesensbestimmung. Er argumentiert und er argumentiert postkantianisch, er argumentiert transzendental philosophisch dafür, dass die Art und Weise, wie die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis verfasst sind, ist diese vermeintliche Innenperspektive, die Immanenz geben muss, das, was eben das kantianische Subjekt ist. Gegeben das, und das ist die Position des frühen 19. Jahrhunderts, dass es unweigerlich Subjektivität in einer wesensgesetzlichen Eigenständigkeit
gibt, ja, aber eben nicht in diesem präkantianischen Sinne, sondern eigentlich das starke Subjekt ist eigentlich immer erst das transzendentale Subjekt. Das Objekt, das die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung betrifft. Das ist die Operationsebene, die die Rede von der Ganzheit rechtfertigt. Wir finden kein transzendentales Objekt in einer Partikularität. Das ist das Argument, was wir bei, dass wir hier Delta noch unterschieben müssen. Wie rechtfertigt es, sich, dass er vom Zusammenhang des Seelenlebens redet? Ja, weil er transzendental philosophisch davon ausgehen kann, dass diese Idee der Bedingungen von Erfahrung voraussetzen, dass diese Erfahrbarkeit die Struktur, die Wesenseinheit, die Einheit, ja, Einheit ist ja das richtige Wort, der Subjektivität eben voraussetzt. Anders gesagt, gegeben, dass Subjektivität ist, dann haben wir diese Privilegierung eines Ungleichgewichtes, auf dem die Subjektivität in ihrer Komplexheit und Geschlossenheit eben etwas Besonderes formiert. Und diese Sonderstellung, das Besondere an der Subjektivität, das Besondere der Immanenz, verschafft diesen Sonderforschungsbereich, um hier diesen Begriff, der ja in der DFG verwendet wird, einmal Zweck zu entfremden, schafft das den Sonderforschungsbereich, den wir Geisteswissenschaften nennen können. Und dann deklariert Dilthey, dass in diesen Bereich die Psychologie fällt. Die Psychologie ist gewissermaßen die Paradedisziplin der Geisteswissenschaften. Und das ist hier der Punkt. Und wir sehen, wenn ich mich in meiner Rekonstruktion nicht zu stark geirrt habe, dass die Sollbruchstelle des Ganzen in der Frage der Transzendentalität überhaupt steckt. Zumindest ist das so, wie ich auch in meinen Seminaren der letzten Semester, zum Beispiel als ich meinem Kurs die Frage gestellt habe, was ist Bewusstsein, genau an diesen Punkt geführt habe. Ja, das ist hier die Wesensfrage, die Transzendentalität überhaupt, ist sie reduzierbar auf das, was bei Delta jetzt Zergliederung ist oder eben nicht? Fordert sie eine wesentliche Einheit, einen Holismus, eine Ganzheit, ja, eben auch eine Ordnung? Das scheint mir dasjenige zu sein, was hier jetzt angelegt ist. Genug gesagt, so viel von meiner Seite. Jetzt hast du mich wirklich lange auf die Folter gespannt. Und ich finde es bezeichnend, dass du jetzt doch geendet hast, gerade mit dem Punkt, bei dem ich einhaken wollte, nämlich die Transzendentalität als die Sollbruchstelle des Ganzen. Warum wollte ich dort einhaken? Das hatte damit zu tun, dass ich hier am stärksten widersprechen würde. Nämlich mit alledem, was du gesagt hast, das in Richtung ging eines Plädoyers für die transzendental-philosophische Lösung des, ja, entgegen der Annäherung der epistemonomischen und gonischen Perspektive, nicht wahr? Ich wäre sofort mit dir d'accord, wenn es darum geht, zu sagen, dass der Kollaps der beiden Perspektiven nicht endgültig interpretiert werden darf, sondern dass wir hier am besten damit beraten sind, so etwas anzunehmen wie eine Verschränkung. Ich denke, soweit kommen wir überein. Und jetzt im Angesicht deiner letzten Bemerkung bin ich mir nicht sicher, ob wir auch darin übereinkommen würden, wie das Ganze aufzulösen ist. Und wenn du sagst, es ist der Transzendentalismus, den wir sehen müssen, um der Perspektive der Epistemonomie den Vorzug zu geben, dann ist das ein ähnliches Ergebnis wie das, wofür, für welches ja auch ich argumentiert habe. Der Vorzug der Epistemonomie, da es etwas gibt, so etwas geben soll, wie einen idealen Bedeutungskern dessen, was die Psychologie als Wissenschaft konstituiert.
Das heißt, etwas Überhistorisches, das mehr ist als ein bloßer kontinuierlicher Zusammenhang, aber doch nicht etwas, das sich auf die Bedingungen der Möglichkeit zurückführen lässt. Und das denke ich, das würde dich nicht überraschen, ganz von meinem Vortrag in Frankfurt oder her, weil mir dieser Transzendentalismus zu formal ist, zu formalistisch ist. Und ich denke auch, dass sich das Ganze ganz gut rekonstruieren lässt, was mir vor Augen ist, anhand des Beispiels, das du gegeben hast, dass wir nämlich die Setzbarkeit des Subjekts gegenüberstellen müssen, der Setzung des Subjekts selbst. Dass die Ordnung und die Möglichkeit dem Geordnetsein und der Wirklichkeit vorausgeht. Nicht wahr? Um es auf Foucaults Beispiel zu münzen, würde man so etwas sagen können, wie das ist, das Psychische als Möglichkeit geben muss, damit der Priester am Beichtstuhl es erschließen kann. Nun könnte man mit Max Scheler und einem Begriff entgegenstellen, der dir bekannt ist. Und das ist derjenige der Ideation. Nicht wahr? Ideation meint die Fähigkeit geistiger Wesen, Wesenheiten zu schauen. Das Standardbeispiel, das Scheler gibt, ist dasjenige Buddhas. Buddha ist ein junger Prinz, kommt aus dem Palast und sieht jemanden leiden. Ich weiß nicht mehr, wer es ist. Das ist ein Hungernder, der am Feldesrand, am Wegesrand liegt. Es sei es drum. Worum es geht, ist nun das Folgende. Er sieht zum ersten Mal in seinem Leben das Leid und sieht sofort, da ein Geistwesen ist, das Wesen des Leibes. Das heißt, wir haben ein Exempel, anhand dessen wir per Ideation das Wesen eines Gegenstandes schauen können. So. Was bedeutet das für das Foucault'sche Beispiel des Priesters? Wir können hier den Priester als jemanden vorstellen, der die Psyche schaut. Er nimmt die Beichte und schaut das Wesen des Psychischen. Und jetzt wäre die historistische Kritik zu sagen, das ist bloß kontingent. Er ist der Erste und dann entwickelt sich da eine Reihe von Nachfolgern und anhand der Reihe der Nachfolger können wir vielleicht sogar Rückschlüsse auf Vorgänger ziehen und da eine noch weitere Kontinuität auch die Geschichte herab, nicht nur hinauf, nachzeichnen. Der Transzendentalist könnte sagen, dass der Priester die Psyche geschaut hat, war nur dadurch möglich, da er schon zuvor mit dem Psychischen auf die eine oder andere Weise vertraut war. Oder etwas derartiges. Und jetzt könnte man, und das wäre die Option, für die ich plädieren wollte, das Ganze doch nochmal etwas differenzierter auffassen und sagen, was der Priester dort erschaut, ist tatsächlich ein historisches Novum. Das heißt, ja, sagen wir mal einfach, die Foucault-These ist wahr und das ist der Beginn der Psychologie. Das erste psychologische Gespräch ist die Beichtnahme. Und dann können wir hier mit Max Scheler den nächsten Begriff ins Feld führen und sagen, wir sind hier noch nicht gefangen, wir sind hier noch nicht dazu gezwungen, uns zwischen Transzendentalismus und Historismus zu entscheiden, sondern wir können durch den Begriff der Funktionalisierung der Wesenseinsicht quasi einen Haken schlagen. Funktionalisierung der Wesenseinsicht meint nun das Folgende. Nämlich, dass das, was als per Ideation geschaut wird als Wesenheit, zunächst inhaltlichen Charakters ist. Der Priester nimmt die Beichte ab. Es geht um die Vergebung der Sünden, es geht um die Schuld des Beichtenden. So. Und Scheler sagt jetzt, Funktionalisierung geschieht dann, wenn der Inhalt zur Form wird. Nicht wahr? Er sagt es an einer Stelle so, was zuerst Gegenstand der Liebe war, wird Form der Liebe. Was Inhalt des Willens war, wird Form des Willens. Und als solche Form eröffnet sie zahllose weitere Auffassungen verwandter Wesenheiten, die unter dieselbe Form fallen, aber nun neuen Inhalts sind. Nicht wahr? Wir haben hier also so etwas wie durch die Funktionalisierung der Wesenseinsicht vorliegen wie eine Historisierung des Unterschieds von Form und Inhalt. Was geschaut wird, ist zunächst ein Inhalt. Die Beichte, der wird dann zur Form.
das Gebeichtete. Und diese Form gestattet es mir, eben zahllose weitere Fälle psychischer Phänomene, wenn wir jetzt eben sagen, der Beichtstuhl war das erste Beispiel für eben die Psychologie, aufzufassen. So, und dann kann man diese historische Kontinuitätsthese anreichern durch einen Begriff der Wesenseinsicht und die beiden Perspektiven wirklich miteinander verzahnen, wortwörtlich miteinander verzahnen, nicht wahr? So, das ist die historische Perspektive. Also die historische ist verzahnt durch die transzendentale oder eben jetzt phänomenologische, wenn man es genauer sagen würde, mit dieser idealen Bedeutungssphäre. Und sie steht ihr gar nicht entgegen, sie liegt ihr aber auch nicht separiert zugrunde, sondern es ist eben eine echte Verzahnung. Und besonders spannend ist das für mich nun, wenn man das Ganze betrachtet, nicht mehr historisch, sondern logisch. Weil man dann sieht, dass das, was der Funktionalisierungsbegriff historisiert, subspecie aeternitas, als Einheit vorliegt. Inhalt und Form sind eines. Sobald wir die Ebene der Zeit, die Dimension der Zeit einklammern. Genau, das wäre ein erstes Resultat dessen, wo ich mich entgegenstellen würde. Und das, denke ich, auch eine Antidote sein kann gegen das, was du mit Werner Traxl und Horst Gundlach eben angezeigt hast, als einen notwendigen Zynismus, der eben aus der historistischen Betrachtungsweise entspringen müsste. Ich denke, dass wir hier mit Scheler mehr Anlass zum Optimismus auch haben können. Weil wir, und das ist der springende Punkt im Hintergrund, die Tatsachen als mehr sehen können als etwas, das bloß einer unreinen Erkenntnis entspricht. Tatsache ist, das weißt du ja auch, Schelers Begriff für Phänomene, für Urphänomene. So, dass das Letzte, das sich selbst gibt, das Selbstevidente, ist bei Scheler zugleich eine Tatsache. Er nennt es so. Bei Heidegger ist das im Spätwerk dann die Grundtatsache. Also es gibt da eine Tradition, die dem entgegensteht. Was steht sie genau entgegen? Das ist die auch kantianische Auffassung eben, dass das Empirische irgendwie beschmutzt ist, um eben Michael Thompsons Wort zu verwenden, und a priorischer, transzendental-philosophischer Reinigungsmethoden bedarf, nicht wahr? Um eben auf die Philosophie, das Denken auf eine unerschütterliche Basis zu stellen, das Fundamentum in concusum, oder wie wir um einen Begriff eingangs dieser Sitzung aufzugreifen auf den archimedischen Punkt. Genau. Warum ist es für mich attraktiv, die Tatsachen als mehr zu betrachten, als bloß kontingent? Aus den eben genannten Gründen. Ich denke, dass wir der Geschichte nur dann zu ihrem Recht verhelfen können, eben auch bedeutungskonstitutiv zu sein, wenn wir sie eben als etwas betrachten, das uns tatsächlich in Kontakt bringt, in lebendigen Austausch mit den Wesenheiten selbst. So. Das wäre hier an dieser Stelle mein Einwand, den ich dir, glaube ich, einfach mal zurückgeben will, bevor wir da, weil sich eben jetzt der Anschluss an das nächste Material noch nicht ergibt und dass wir nach diesem Punkt vielleicht übergehen. Ins nächste ist. Ja. Wir sind ja auch gerade mitten einer sehr gehaltvollen und fruchtbaren Debatte. Ich glaube, das wäre vertan, wenn wir jetzt direkt zur Quelle übergehen. Es stellt sich wie folgt dar. Wenn ich die transzendentale Frage etabliert habe, um zu zeigen, wie sich die Problematik entwickelt, dann glaube ich nicht, dass ich mich damit darauf verpflichtet habe, den Transzendentalismus als Lösung für diese Frage zu vertreten. Den hast du mir in die Schuhe geschoben. Nur weil ich den Transzendentalismus als den Weg zum Problem bezeichne, heißt es nicht, dass ich die Lösung vertrete. Im Gegenteil. Nichts würde mir ferner liegen, als zu sagen, dass bei Kant die Philosophie geendet habe. Vielmehr sehe ich klar, wie die Philosophiegeschichte gerade die Auseinandersetzung mit denjenigen Systemstellen Kants ist, die nicht
von ihm selbst beschlossen werden konnten. In diesem Sinne ist es gerade nicht so, dass ich mich hier für einen kantianischen Apriorismus aussprechen wollte. Im Gegenteil, wollte ich ein Problembewusstsein dafür schaffen, weswegen sich das mit dem Historischen nicht so einfach verhalten kann. Du hast jetzt eine große Hoffnung lanciert. Du hast davon gesprochen, dass eben gerade weil das Empirische nicht bloß Dreck sei, dort all der Teil, den ich vorher mit dem Nomos in Verbindung gebracht habe, aufgehoben sein könnte. Dass wir also einfach sagen, Transzendentalismus, schön und gut, aber den hatten wir die ganze Zeit schon in der Tasche. Wir mussten nur noch etwas genauer in das Empirische hineinschauen. Gesetze, wie ergeben sich eben? Du hast davon gesprochen, dass hier Bedeutungskonstitution in der Geschichte erfolge. Das ist tatsächlich eine Form eines radikalen Empirismus, der für mich in der Art und Weise, wie hier die transzendentale Frage gelöst wird, eine Zuspitzung ist. Eine Zuspitzung eines Realismus, dem ich ja prinzipiell wohlgesonnen bin, die aber doch die Schwierigkeiten der Debatte zwischen Idealismus und Realismus im 19. Jahrhundert etwas zu selbstbewusst beiseite wischt. Ich glaube nicht, dass wir ohne die Idee der Struktur, und darüber haben wir uns erst gestern in Venedig unterhalten, zu verstehen, hier den Strukturrealismus fordern können. Und die Idee eines Materialen a priori ist vielmehr der Fingerzeig auf die Systemstelle. Es ist aber nicht mehr als ein Zauberwort, auch nicht in deinem Buddha-Beispiel, wie das zustande kommt in diesem magischen Moment. Das ist etwas, was mich selbst schon seit langer Zeit zutiefst beschäftigt und bei dem ich mich in Zurückhaltung üben möchte, der Geschichte, dem Empirischen, doch wieder eben so einen magischen Sonderstatus zu geben. Da droht meines Erachtens auch der Irrationalismus, der das Ganze dann verklärt. Dennoch will ich auch nicht das Gegenteil behaupten. Ich will nicht sagen, dass es eine ontologische Zweiteilung der Welt geben muss, in der wir auf der einen Seite die Sphäre der reinen Gesetze, auf der anderen Seite die Mannigfaltigkeit in ihrem Chaos finden oder wie William James sagen würde, the great blooming, buzzing confusion, die eben spannenderweise bei William James als Ganzheit gegeben ist. James ist nämlich nicht einfach ein Humeaner oder Lockeaner, bei denen wir die Einzelheiten in ihrer Klarheit gegeben haben. Nein, bei ihm ist das Ganze verwirrt und wird dann aufgeschlossen. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Wenn wir Scheler so lesen, wie du es gerade nahegelegt hast, dann bewegen wir uns sehr stark in die Richtung von dem, was tatsächlich als radikaler Empirismus aufgetreten ist, nämlich der ist William James in seinem Spätwerk. Die Welt ist eine große Konfusion, ein ewiger Nebel, in den wir hineintreten und dann sind es die großen Momente, in denen sich da der Buddha, in dem sich da dem Buddha die Welt erschließt. Das finden wir tatsächlich bei William James. Das ist eine der Spielarten, der epistemologischen Spielarten des Pragmatismus. Und wissend, dass Scheler sich gegen den Pragmatismus geäußert hat, glaube ich, dass wir uns da zurückhalten müssen, so zu argumentieren. Da steckt mehr drin. Das Ganze ist einfach komplexer. Und den Nomos, den können wir, glaube ich, nicht einfach so
in die Genese verschieben. Aber wie gesagt, da befinden wir uns jetzt gerade an einer Strukturschwelle, die meines Erachtens diesen Diskurs in eine Position bringt, in der wir schon beinahe weltanschaulich weitersprechen müssen. Hier müssten jetzt erst einmal neue Argumente gesucht werden. Und ich sehe mit großer Klarheit, wie die Standpunkte sich da so vor mir auftun. Aber was ich mit der geringstmöglichen Klarheit sehe, ist, wie wir nun zwischen ihnen entscheiden sollen. Deswegen schlage ich dir vor, dass du hier nun entweder ein Wunderargument, ein Holzhammerargument, eine Philosophie mit dem Hammer aus dem Hut zauberst, oder dass du zur zweiten Quelle übergehst, die an dieser Stelle ganz wunderbar passen würde. Ich weiß nicht, ob sie so gut passt. Und ich weiß auch nicht, ob ich den Holzhammer anzubieten habe. Ich denke, dass es aber auch nicht verkehrt ist, da diese Frage für mich noch sehr jung ist. Für dich scheint sie schon alt zu sein. Das deutet darauf hin, dass es da noch viel zu holen gibt. Zunächst einmal will ich festhalten, dass ich dich da schlicht und ergreifend missverstanden habe. Wenn du sagst, dass der Transzendentalismus der Weg zum Problem ist, dann habe ich das nicht gesehen, diese Subtilität, dass es dir darum ging, eben den Problemhorizont aufzuzeigen, sondern ich hatte dich da die längste Zeit deines Vortrages so gehört, als wolltest du ihn als Lösung anbieten, und bin dann erst in der letzten Wendung eben, als du ihn als die Sollbruchstelle ausgewiesen hast, darauf aufmerksam geworden, dass es da etwas zu holen geben wird. Und dass ich eben am besten, meines Wissens nach, am überzeugendsten eben bei Max Scheler dargelegt gefunden habe, was ja noch nicht viel heißt. Es gibt vieles, das ich nicht kenne und noch nicht gelesen habe. Das heißt nicht, dass es die beste aller möglichen Lösungen ist. Ja, und wenn du jetzt danach fragst, eben was wir mehr machen können aus dem Wort der Ideation, also eine Erklärung dafür zu geben, wie es denn nun sein kann, dass wir die Wesen schauen am Einzelfall, dann ist das Grundfrage, ja, die Grundfrage der schillerianischen Epistemologie überhaupt, für die er nach meiner Leseweise allerhöchstens Andeutungen liefert. Man könnte das analogisieren mit dem Begriff der Auffassung, so wie er bei Husserl und Kant immer eine Rolle spielt, den wir ja in unseren Lesekreisen immer wieder als so ein Zauberwort eingesehen haben, nicht wahr? Wie kommt das sinnliche Material zur Vernunft? Ja, da gibt es dann die Antwort der Präformation. Sie ist immer schon gegenwärtig auf die eine oder andere Weise. Das wäre in unseren Zusammenhängen dann die Antwort Logomorphismus, nicht wahr? Wie kommt das Wesen in die Ideation? Ja, durch die Hingeordnetheit von Welt auf Person. Und das ist aber wieder nur eine Verschiebung in der Erklärungsebene ins Dritte, und dann müsste man einfach fragen, ja, wie kommt denn nun der Logomorphismus in die Welt? Wie kommt dieses Dazwischen zustande? Und das ist der Bereich, wo du eben zu Recht vermutlich sagst, hier wird das weltanschaulich. Kann man sagen, nun, ich stelle mich jetzt einfach in die Phänomenologie, und das ist es, und das ist letztlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Position, die nicht ohne Wert ist. Du weißt ja, dass ich das vierte Wort gut finde, das dezisionistische, dass die Frage danach, was für eine Philosophie man wählt, wesentlich eine danach ist, was für ein Mensch man ist. Und ich glaube, dass damit viel Wahres gesagt ist und dass es zu einem großen Teil darauf hinausläuft. Zumindest wenn wir über das Leben sprechen. Als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin, dann ist die Frage danach, wie wir die Dinge erklären, zunächst einmal eine, die wir beantworten müssen unter der Bedingung der Unwissenheit eben. Wir kennen nicht den gesamten Diskurs, sondern während wir unsere wissenschaftliche Laufbahn absolvieren,
durchlaufen eben, werden wir alle erst mit dem vertraut, was Wissenschaft immer schon war. Nämlich schon war, als wir damit begonnen haben und schon war, als wir unsere ersten Traditionen, Intuitionen, die ja traditionsbedingt auch sind, empfunden haben. Also es ist hier eine Frage, die man dezisionistisch lösen kann, aber das wird nicht das Zauberwort sein oder das Holzhammer-Argument, nach dem du gesucht hast. Das ist ja auch eine Idee, die ich im Wesentlichen von dir als Anstoß empfangen habe. Also würde ich sagen, wir können das Ganze hier mit einem Lesezeichen versetzen. Das Gespräch wird zwischen uns nicht verloren gehen, sondern es ist ja auch eines, das gerade immer dringlicher wird und es zu einer späteren Stunde aufgreifen. Ich glaube, es ist auch nicht schlimm, dass ich jetzt keinen guten Übergang zum Material finde, weil es ja doch eine eigene Art des philosophischen Denkens ist, das, um eben Florian Arnolds Wort aus seinem Gastauftritt bei uns hier aufzugreifen, es sich so verhält, dass alles mit allem zusammenhängt. Nur der, der die Philosophie ganz sieht, sieht jedes ihrer Teile klar. Also gehe ich über zu Windelband, der eben über Geschichte und Naturwissenschaft schreibt, das folgende, ich zitiere. So dürfen wir sagen, die Erfahrungswissenschaften suchen in der Erkenntnis des Wirklichen entweder das Allgemeine der Form des Naturgesetzes oder das Einzelne in der geschichtlich bestimmten Gestalt. Sie betrachten zum einen Teil die immer sich gleichbleibende Form, zum anderen Teil den einmaligen, in sich bestimmten Inhalt des wirklichen Geschehens. Die einen sind Gesetzeswissenschaften, die anderen Ereigniswissenschaften. Jene lernen, was immer ist, diese, was einmal war. Das wissenschaftliche Denken ist, wenn man neue Kunstausdrücke bilden darf, in dem einen Falle nomothetisch, in dem anderen ideografisch. Wollen wir uns an die gewohnten Ausdrücke halten, so dürfen wir ferner in diesem Sinne von dem Gegensatz naturwissenschaftlicher und historischer Disziplinen reden, vorausgesetzt, dass wir in Erinnerung behalten, in diesem methodischen Sinne die Psychologie durchaus zu den Naturwissenschaften zu zählen. Hier endet das Zitat, dass die, wie du es gesagt hast, paradigmatische Zuordnung, wie Diltay sie vorgenommen hat, der Psychologie zu den Geisteswissenschaften, im letzten Satz eben widerspricht, umkehrt und sie zu den Naturwissenschaften rechnet, die ja nach Windelband nun eben nach dem Allgemeinen, also dem gesetzmäßigen Suchen, sich mit der Form beschäftigen, statt mit dem Ereignis und die eben im weitesten Sinne nomothetisch sind. Also sie stellen Gesetzmäßigkeiten auf, wohingegen die ideografischen Wissenschaften, die er den nomothetischen gegenüberstellt, solche sind, die das Einzelne nachzeichnen, also historisch ausgerichtet sind und Individuen zentriert. Man hat es hier also mit einer Parallaxe zu tun, die nicht den Unterschied von Natur- und Geisteswissenschaften nicht ganz aus den Fugen hebt, aber doch neu akzentuiert, nicht wahr? Windelband schlägt hier etwas vor, das in einer gewissen Weise, eben da bewahrheitet sich meine Einleitung von zuvor, doch im Zusammenhang mit dem steht, was wir gerade gesagt haben, insofern als das ist das Verhältnis von Gesetz und Einzelfall zu thematisieren erlaubt. An der Frage der Ideation, so könnte man es umformulieren, würde Windelband sagen, scheiden sich die Wissenschaften. Und es gibt die einen, die befassen sich mit den Exemplaren und es gibt die anderen, die befassen sich mit den Gesetzmäßigkeiten. Das, worauf Scheler eine Antwort zu geben versucht, wäre quasi der Übergang vom einen zum anderen, wie das Exemplar zum uns Aufschluss über das Gesetz gibt. Das heißt letztlich die Beantwortung der Universalienfrage. Und also wo sind nun die Gesetze, die Formen? Sind sie in den Dingen, vor den Dingen, nach den Dingen? Schelers Antwort ist ja berüchtigterweise, dass sie neben den Dingen sind. Und das ist ein wichtiger Hinweis für diejenigen, die meinen, Obacht, Hannes, du verwechselst doch gerade Gesetz mit Wesen. Für Scheler wäre es doch durchaus so, dass die Gesetze Wesenheiten eigener Art sind.
Also die Dinge sind, die Universalien sind mit den Dingen. Universalia sunt cum rebus heißt es hier. Und das heißt folglicherweise, dass auch die Gesetzmäßigkeiten mit den Dingen sind, unter ihnen. Und als gleichberechtigt eben ideativ zugänglich sein müssten. So. Jetzt ist die Frage, die uns ja eigentlich beschäftigt und an der wir vielleicht gut tun, uns auf sie zu besinnen, diejenige, wie sich die Psychologie in alledem verhält. Windelband zeichnet sie jetzt als eine Wissenschaft aus, die nomothetisch verfährt und folglich als Naturwissenschaft einzuordnen ist. Im Hintergrund steht die Überzeugung, dass die Naturwissenschaften die Gesetzeswissenschaften sind und ihrer Art nach nicht historisch verfahren. Es gibt zwar eine Geschichtsschreibung der Naturwissenschaft, es ist wichtig, was Newton gedacht hat, doch die Einheit der Naturwissenschaft bildet sich durch das Gesamt ihrer wahren Sätze, wie eben eine landläufige Interpretation es haben will, sodass man sagen kann, das, was wirklich zählt in der Naturwissenschaft, ist so etwas wie die Wahrheit, das heißt die gesetzmäßige Gültigkeit. Und selbst der Begriff des Gesetzes ist hier einer, der eben keines Individuums bedarf, um bestimmt zu werden, sondern es ist für die Naturwissenschaftler so etwas wie ein allquantifiziertes Konditional, um es formal logisch auszudrücken. Das heißt, eine Wenn-Dann-Beziehung, die für alle Fälle gilt. Das Gesetzmäßige ist also wesentlich etwas, das für alles gilt und das einen Wenn-Dann-Zusammenhang ausdrückt. Wohingegen die Vorstellung, die wir phänomenologisch gerade nahegelegt haben, eine war, dass die Gesetze etwas sind, das für sich geschaut werden kann anhand von Einzelfällen. Das heißt, hier haben wir einen ganz anderen Zugang zum Wesen des Gesetzes, der formeller Natur ist und der die Psychologie eben als eine Naturwissenschaft sichtbar werden lässt, aber eben nicht dadurch, das ist der naheliegende Fehlschluss, dass ihr Gegenstand ein natürlicher wäre, sondern dadurch, dass ihre Methode eine gesetzesaufstellende ist. Das heißt, hier haben wir wieder so etwas vorliegen wie den Operationalismus des Intelligenztests, nicht wahr? Das Wissenschaftsverständnis Windelbands, zumindest anhand dieses knappen Zitates, steht doch scheinbar auch in engem Zusammenhang eben mit der Methode, denn die betrachteten Wissenschaften verfahren. Also das nomothetische Vorgehen ist es, das die Psychologie als Naturwissenschaft sichtbar macht, nicht so sehr die Natur ihres Gegenstandes oder das unverfänglicher gesagt, das Wesen des Gegenstandes. So, bei Windelband geht es nicht darum zu sagen, die Gegenstandsfrage der Psychologie ist so zu beantworten, dass das Psychische natürlich verfasst ist, sondern ja, so wie ich gerade dargelegt habe, es geht mehr um die Methode. Jetzt wären für mich das Erste, was mir einfällt, wären problematische Fälle zu konstruieren von ideografischem Vorgehen in der Psychologie. Und man kann hier also fragen, was ist denn mit der autobiografischen Forschung? Ist das nicht auf der einen Seite qualitative Psychologie par excellence und auf der anderen Seite Ideografie par excellence? Ist das nicht so, dass wir in der Psychologie immer wieder es mit Individuen zu tun haben? Wenn wir an den Beichtstuhl denken, da haben wir gesagt, die Begegnung von Angesicht zu Angesicht ist die Ermöglichungsbedingung der psychologischen Forschung überhaupt. Ist das nicht schon ein Attest an die Ideografie oder anders gesagt, was ist denn nun mit Sigmund Freud als einen der großen Gründungsvater der psychologischen Denkens, der ja die Psychoanalyse eben auch dezidiert in Analogie zum archivarischen
archäologischen Vorgehen aufgefasst hat, eben als eine Geschichtswissenschaft, die Schicht um Schicht freilegt, was im Individuum zugrunde liegt. Und dieses ideografische Vorgehen ist ja eben auch in der klinischen Psychologie eines, das von allerhöchstem Stellenwert ist. Und das nicht nur historisch, sondern auch kontemporär, wenn man an das denkt, was unter dem subjektzentrierten, orientierten Ansatz der Psychotherapie als Paradigma eben lanciert wird und Fahrt aufgenommen hat. Also hier ist für mich die erste Rückfrage an Windelband die, ob das denn aufgeht, dass die Psychologie wirklich als Naturwissenschaft aufzufassen ist, ohne nicht doch Subsparten der Psychologie zu verlieren aus dem Begriff der Psychologie. Also können wir dann wirklich, denken wir dann an allgemeine Psychologie, wenn wir sie als nomothetisch adressieren und klammern die klinische Psychologie und die Entwicklungspsychologie aus? Oder lassen wir nur die Teile der Entwicklungspsychologie und klinischen gelten, die nomothetisch auftreten können und so weiter? Also hier haben wir doch wieder eine Schwierigkeit, die sich zeigt angesichts ja, des Gundlachschen und Draxelschen historischen ja, Blickwinkels, dass wir eben doch mit gutem Grund uns befremdet fühlen, wenn hier Subsparten, die wir kontinuierlich eben aus der Geschichte kennen, verloren zu gehen drohen. Zunächst einmal ist es eine beachtliche Episode, in der wir hier in den Bruderstreit immer wieder geraten, die Lebendigkeit des Diskurses an ihrem Streitpotenzial anzeigen. Wir diskutieren lebendig. Ich muss sagen, dass das, was du zuletzt ausgeführt hast, mich aber durchaus befriedigt, nachdem ich gehofft hatte, dich vorher mit meinen Argumenten befrieden und befriedigen zu können. Die Idee war eben hier die gesamte Realismusproblematik mit in den Zusammenhang zu ziehen, und dass wir das nun offen lassen, scheint mir der Sache angemessen zu sein. Das verlangt einen ganz anderen Diskurs als die Argumentationsrichtung, wie wir es jetzt gewählt haben. Anders gesagt, hier gibt es Komplementärdiskurse, die uns an der Stelle, bis an die wir gekommen sind, nun weiterbringen würden. Man müsste hier eine andere Perspektive einnehmen. Jetzt aber zur Sache dieses wichtigen Protagonisten des südwestdeutschen Neukantianismus, Wilhelm Windelband, der ja spannenderweise im selben Jahr hier diese Rede hält, wie Diltay die Veröffentlichung seines Aufsatzes, und bezeichnend ist ja, dass hier alles invertiert ist. Das Ideografische ist ja das Eigentümlichkeitsbeschreibende, Idios, das eigene. Wir haben hier gerade eben nicht im Gegensatz zur Naturwissenschaft die Geisteswissenschaft als eine immanentistische Wissenschaft, sondern wir haben zwei Transzendenzwissenschaftliche, was ja eben die neukantianische Tradition ist, zu sagen, hier gibt es keinen Zugang zur Immanenz. Das kennen wir von den Marburger Neukantianern, Paul Natorp, der eben klar sagt, es gibt keinen Zugang zum Subjekt. Das, was wir also gerade über Diltay gesagt haben, ist hier ein ganz anderer Gedanke. Bei Diltay entstammt die Geschichte einem einheitlichen Subjektivitätszusammenhang. Wenn Windelband von Ereignis spricht, dann meint er die Tatsachen in einem deutlich empirischeren Sinne, als es für dasjenige gilt, was Diltay vorschwebt, wenn er die Geisteswissenschaften, also insbesondere auch die Geschichtswissenschaften, konzipiert. Wir sehen hier eine Geschichtswissenschaft der Ereignisse und eine Geschichtswissenschaft dann demgegenüber bei Diltay der Zusammenhänge. Auch von dem Zusammenhang des Seelenlebens, wenn wir über die Psychologie sprechen, ist hier nicht die Rede, aber es ist nicht gleich Windelband hier derjenige, der sich als ein ausgezeichneter Materialist entpuppt. Im Gegenteil, die Neukantianer waren viel eher Logizisten, wenn sich hier von der Methode, der naturwissenschaftlichen Methode der Psychologie sprechen, dann ist damit nicht so etwas
gemeint wie die Naturwissenschaften, die wir durch Abstraktion erschließen. Es sind tatsächlich die Naturgesetze gemeint, die wir durch logische Einsicht gewinnen. Also eine durchaus noch in der Tradition der Naturphilosophie stehende Denkart, auch wenn es eben innerhalb des Neukantianismus noch andere Spielarten gegeben hat, insbesondere den sogenannten physiologischen Neukantianismus, Hermann von Helmholtz, der das Ganze noch deutlich stärker in die materialistische Richtung drängt. Das heißt, wir haben eine ganz andere Auffassung von dieser Differenzierung von Natur- und Geisteswissenschaft, auch wenn hier die Geisteswissenschaft nur indirekt angesprochen ist, als Ereigniswissenschaft. Spannend ist ja doch gerade, dass der Nomos, den wir vorhin auf der geisteswissenschaftlichen Seite verortet haben, hier jetzt auf der naturwissenschaftlichen Seite verortet wird. Aber das hat, wie gesagt, damit zu tun, dass Windelband hier keinen eigentlichen Immanentismus zulässt. Für ihn sind beide Formen eben diejenigen einer Transzendenzwissenschaft. Es ist eben die Transzendenzwissenschaft, die wir systematisch nennen, und die Transzendenzwissenschaft, die wir historisch nennen, die systematische, die Gesetzeswissenschaft. Und da sehen wir auch ganz klar, dass wir uns hier von der Ebene, die bei Dilthey noch, und das hast du ja schon hervorgehoben, ontologisch geschieden ist, hinbegeben auf die Ebene, die man methodologisch nennen kann. Also die Vorstellung, dass es sich um unterschiedliche epistemische Zugänge zu einem und demselben außerweltlichen, transzendenten, empirischen, realen Sachverhalt handelt, die hier gewählt wird. Dass die Entscheidung für Ereigniswissenschaften eben allenfalls darin besteht, dass es sich um logisch derart formierte Gegenstände handelt, dass es zwischen ihnen zu keiner Gesetzeseinsicht kommen kann, weil sie eben, ja, und das deutet dieses Idios an, eigentümlich sind, einzigartig sind, in keiner Gesetzesbeziehung stehen können. Ja, ist das hier vielleicht der Gedanke in dem Hintergrund, der dann die Rechtfertigung dafür geben würde, dass wir zum Beispiel eine Historiografie wählen, in der einzelne Ereignisse, sagen wir einfach mal die Gründung Roms und so weiter und so fort, die ausgeschlossen, die Wiederholung ausschließen, fassen, also eine Sortierung des möglichen Gegenstandsbereiches nach dieser Verfügbarkeit einer Einheit des Gesetzeszusammenhangs, dass Objekte unter diese Einheit fallen, eben gleichzeitig auch im Hintergrund die Differenzierung, die ich schon angedeutet habe, zwischen Genese und Geltung wieder in den Vordergrund drückt. Was ist denn überhaupt ein Naturgesetz? Ist die Frage, die man an Windelband richten muss. Was kann das bedeuten, dass eine Naturwissenschaft ein Gesetz aufstellt, wenn es zugleich unterschieden ist von den Einzelereignissen? Hier haben wir also einige Schwierigkeiten, und das ist eigentlich auch alles, was ich dazu sagen möchte. Diese Natur- und Geisteswissenschaftsdifferenzierung ist eine, die querläuft, die ambig ist, mehrdeutig ist und die nicht alternativlos ist. Wir haben schon über verschiedene Form gesprochen. Ich erinnere noch an Wolf Lepenius, der ja über die drei Kulturen spricht und den beiden noch die Sozialwissenschaften ergänzt. Das ist also eine Form der Differenzierung, bei der sich klar zeigt, dass diejenigen, die versuchen, prima facie die Psychologie einzuordnen, und da kommen wir, glaube ich, wieder an den Anfang zurück, ja, die den Versuch unternehmen, entweder oder Fragen zu stellen, um Wissenschaften zu kategorisieren, immer schon voraussetzen müssen, dass diese Kategorien als Wissenschaften in einer geschlossenen, einer vollständigen Bestimmung vorliegen,
was sich aber als Fehler erweist, als Fehlansatz erweist, weil die Frage nach dem Wesen von, sei es Ereigniswissenschaften, Gesetzeswissenschaften, Naturwissenschaften oder Geisteswissenschaften, so stark sowohl eben von dem Wissenschaftsbegriff überhaupt abhängt, das ist die formale Seite, als auch, und darüber haben wir jetzt auch in dieser Sitzung viel gesprochen, von der konkreten Seite. Das war ja unsere Suche nach dem Wesen der Psychologie, die wir mit Foucault, mit all diesen Beispielen gewählt haben, nach dem konkreten Ereignis bei Buddha, nach der Fremderfahrung als Ureignis, all diese Dinge, zu sagen, diese ganzen Kategorien von Geist und Naturwissenschaften sind eigentlich nur ein Überbau, so etwas, was wir uns überhaupt nur kategorial vorzustellen versuchen, weil wir schon immer die Psychologie und ihre Akte vor Augen haben. Der Umstand, dass die Psychologie als Psychologie verfährt, führt Windelband als abstrakten Denker hier überhaupt erst zur Kategorisierung von nomothetisch und ideografisch. Was ich also sagen will, ist, dass wir an diesen Punkt der Fixierung zurückkommen. Ja, was hier Windelband macht, ist die Psychologie zu fixieren, um die Differenzierung nomothetisch ideografisch zu gewinnen. Natürlich fixiert er nicht nur die Psychologie, aber das geht in beide Richtungen. Natürlich könnte man jetzt meinen, wollen hier Wendler-Wendt eine Dialektik nahelegen? Ist die Dialektik die Antwort? Ja, aber ich glaube, das ist eine billige Ausrede in vielen Fällen. Da bin ich ganz bei Maurice Merleau-Ponty, das Abenteuer der Dialektik, da eine gewisse skeptische Distanz dazu einnehmen. Nein, das zeigt uns einfach die Schwierigkeit des ganzen Zusammenhangs an und vor allen Dingen die Erfordernis, das Ganze auf noch weitere Grundlagen zurückzuführen. Und den Pfad dahin haben wir ja aufgezeigt. Das ist die Transzendentalproblematik, die du realistisch zu lösen versucht hast und ich dann deinen Lösungsversuch, dem ich prinzipiell zuzustimmen bereit bin und den ich fördere und unterstütze und dem ich der Sache nach kaum widerspreche, doch auch der wissenschaftlichen Redlichkeit wegen wieder etwas entkräften musste, weil es eben sich bei dem Problem, vor dem wir hier stehen, um eine altehrwürdige und tiefe Problematik handelt, bei der wir den Fehler nicht machen dürfen, sie einfach zu zerschlagen wie den gordischen Knoten. Das, glaube ich, ist eigentlich eine gelungene Argumentation, wenn ich das einfach mal so frei heraussagen darf. Ich halte für unser Gespräch heute für ein sehr gelungenes, gerade eben auch, weil es brenzlig gewesen ist. Wir haben sowohl das Feld ausgelotet und uns davor gehütet, hier in die Frage, ist es etwa mehr Geistes als Naturwissenschaften und so fort, in solche voraussetzungsreichen Fragen abzudriften, haben das Feld organisiert, um uns dann in die noch zugrunde liegende Frage der ganzen Diskussion, zugrunde liegende Frage in einen Diskurs zu begeben, an dem es uns dann wieder zurückzukehren umso leichter gefallen ist. Wir sehen von dem Standpunkt der Transzendentalproblematik aus, das fällt vor uns leicht. Hier haben wir Dilthey, den Immanentisten, hier haben wir Windelband, den Logizisten und die beiden sehen wir klar in ihrer Position. Wir können sie verorten. Und wir können sie kritisieren. Wir sehen vor allen Dingen, dass sie von anderen Disziplinen sprechen. Dilthey spricht von einer anderen Psychologie. Bei ihm ist nicht vom Zusammenhang des Seelenlebens in derselben Weise die Rede, wie es bei Dilthey ist. Dilthey ist eigentlich jemand hier als ein natürlicher Verbündeter eines zumindest im Ansatz realistischen Denkens, während wir bei Windelband diese klare Begünstigung einer transzendentalen Lösung finden, die aber in dieser seltsamen Wendung des Kantianismus dazu geführt hat, dass das Ganze eigentlich nicht mehr als innerwissenschaftlich deklariert wird. Die Psychologie, und das ist etwas, was wir in Fipsi schon thematisiert haben, wird ja kantianisch als Psychologia Rationales ausgeschlossen. Es bleibt nur eine empirische Psychologie,
die Sachverhalte zur Kenntnis nimmt, die wir als ja, Erlebnisse im bloß empirischen Sinne, ja, für dich ist natürlich jetzt hier wieder dieses bloß ein Problem, aber nimm es einfach nur als einen geistesgeschichtlichen Indikator, ja, das Versprechen der Psychologie ja rational ist, dass Dilthey zu einem gewissen Grad zu retten versucht, wird von Windelband abgelehnt. Und das führt dazu, dass sie von zwei unterschiedlichen Psychologien sprechen, anderen Begriffen der Psychologie, Dilthey von einer Psychologie, die mit einem gewissen Grad eben noch Rationales ist, Windelband nur von einer Psychologie Empirica und zugleich die Idee der Wissenschaft auch eine andere ist. Ja, Gesetzes- und Ereigniswissenschaften, da ist bei Dilthey die Idee des Gesetzes genau invertiert. Ja, das ist hier ein externalistischer Ansatz, wenn es um die Idee des Gesetzes geht, bei Dilthey ein internalistischer Ansatz, worin wir sogleich sehen, dass der Begriff des Gesetzes auch ein anderer ist. Anders gesagt, hier sprechen zwei aneinander vorbei. Und ich glaube, das können wir heute von uns nicht behaupten. Wir haben miteinander gesprochen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und sehr viel Freude gemacht und ich bin zu Einsichten gekommen. Allerdings bin ich jetzt an dem Punkt angelangt zu sagen, dass mir zunächst einmal die Diskussion gelungen und abgeschlossen zu sein scheint. Was meinst du? Ja, ich will das nur unterstreichen. Also ich habe auch das Gefühl, dass wir organisch an einem Ende angelangt sind der heutigen Episode und dass wir auch, zumindest für mich gilt das, zu einem guten Maß unser Pulver verschossen haben. Also es wäre auch schwierig, das Ganze noch fortzuführen. Natürlich ist das möglich und mit den richtigen Anstößen und mit der gebotenen Strenge könnte man es weitertreiben, aber ich finde, dass das Ganze sich in eine gute Gestalt geschlossen hat und dass wir es beruhigt und ohne schlechtes Gewissen hier enden lassen können. Ich dachte auch schon während deines Beitrages, dass ich eigentlich eine Zusammenfassung hinten anstellen möchte, aber du hast in der Reflexion auf das Gespräch eigentlich schon das Wichtigste Revue passieren lassen, sodass ich nur noch kurz mit einem ja, lachenden Auge und einem weinenden, wenn man so will, auf die Formalie zu sprechen kommen will, da es doch wieder auf mich zu fallen scheint. Ich halte es dafür kurz. Schreiben Sie uns gerne. Sie finden alle Möglichkeiten dazu in der Podcast-Beschreibung. Melden Sie sich bei der Homepage für die Arbeitsgemeinschaft für Philosophie und Psychologie. Dort können Sie uns über Telegram, über Discord und per E-Mail erreichen. Sie haben die Gelegenheit, dort auch die Termine für das digitale Kolloquium einzusehen, das die Arbeitsgemeinschaft durchführt. Letzte Woche haben wir mit Herrn Professor Henriksson über die Scham gesprochen aus einer theologisch-psychologisch-philosophischen Perspektive, wenn man so will. Es war auch ein multidisziplinärer Rundumschlag. Es war, wie es dort üblich ist, eine sehr schöne Diskussion und eine ergiebige. Das nächste Kolloquium findet im nächsten Monat statt. Also da rate ich, dass Sie sich das ansehen. Wir freuen uns immer, wenn Sie zahlreich erscheinen. Ansonsten bleibt, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, außer Dank zu sprechen. Zunächst einmal dir, Alexander. Danke für die vielen tiefen und weitsichtigen Inputs, die du gegeben hast. Und danke, dass du das Gespräch mit mir gesucht hast, auch aus der Offication, um den neudeutschen Begriff zu verwenden, in der wir uns hier befinden. Nicht ohne persönliche Kosten, wenn man so will. Unsere Begleiterinnen müssen das Ganze ja auch ertragen. Und dann bleibt noch zuletzt der Dank an Sie, die Zuhörenden auszusprechen. Vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben und tun Sie es auch nächste Woche wieder bei FIPSI. Das hast du schön gesagt. Ich will noch einmal betonen, wie wir hier jetzt tatsächlich an einen Punkt eines lebendigen Diskurses gekommen sind. Ich freue mich, dass FIPSI diese Bahn nimmt, dass wir miteinander zu sprechen
begonnen haben, nicht nur über Themen sprechen, sondern tatsächlich den Vollzug des Themas im Podcast durchführen. Das macht mir viel Freude. Es ist für mich ein Zeichen dafür, dass Fipsi lebt. Vielleicht war es hier und da etwas anspruchsvoll, aber das ist vermutlich für unsere Hörerinnen und Hörer vielmehr eine Herausforderung als ein Verhängnis. In diesem Sinne, lieber Hannes, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Es wird immer etwas zu sagen geben. Machen Sie es gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.